Au! Ah, oh, Sven, die Erbsensuppe brennt aber ganz schön im Auge. Was? Du hast doch gesagt, das Auge isst mit. Oh. Zum Glück gibt's kein Chili. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Kulinarikast. Heute sind ja im Studio am Tisch der Kai und ich, der Sven. Der Sven. Genau. Und Kai hat sich ein Thema ausgesucht, was ich auch noch gar nicht irgendwie besprochen habe und was eigentlich, ja, ist auch so ein bisschen Alltagsthema, ne? Ja, ich dachte, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich dachte, es gibt eine Kulinarikast-Folge zum Anrichten, die liegt aber dann ein bisschen zurück. Ich glaube nicht, dass wir eine gemacht haben. Und wenn, dann macht das nichts. Ne? Neues Team. Nochmal frisch aufgelegt und vielleicht aktualisiert. Genau, wir haben die alten Shownotes rausgekramt und arbeiten die einfach nochmal. Wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Genau. Ja, anrichten. Ich hatte das irgendwie mal, kam mir die Frage zu, ob ich denn im Alltag mein Essen auch anrichte. Mhm. Und meistens esse ich sogar, also wenn ich alleine bin, esse ich sogar aus dem Topf. Okay, habe ich auch schon gemacht, weil dann muss man weniger abspülen, klar. Kommt natürlich drauf an, wenn ich jetzt für 3 Tage im Voraus koche, dann ist das natürlich schlecht, aus dem Topf zu essen. Ja, eben, das ist natürlich dann unhygienisch, weil man ja dann Spucke kommt dann rein, wenn man dann, und es kommt auch auf das Gericht vielleicht an, wenn du natürlich einen Eintopf kochst, dann geht es, aber wenn du jetzt was mit mehreren, wenn du jetzt Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, dann schüttest du das ja nicht, oder doch, schüttest du das dann alles zusammen? Nee, also dann esse ich meist doch irgendwie aus einer großen Schüssel so vom Fernseher, aber es ist dann schon irgendwie eine Keramik oder so. Nee, Topf ist, also wenn ich alleine bin, koche ich halt auch viel, was irgendwie in einen Topf passt oder wo ich einen Wok für brauche oder so, und das kippe ich dann einfach nur um. Mhm. Aber tatsächlich ist das ein Thema, wenn wir zum Beispiel Besuch bekommen. Ja. Also du willst irgendwie was zu essen anbieten. Ich mache dann aber eigentlich keine Tellergerichte. Mhm. Das ist irgendwie ziemlich unpraktisch. Das ist sehr aufwendig. Also Tellergericht ist halt alles, was du kriegst, ist auf einem Teller. Naja, aber im Grunde, ich weiß nicht, ob es jetzt so fachlich dazugehört, aber wenn du dann Gäste hast und Fleisch, Gemüse, jetzt eine Beilage hast, dann kannst du es ja auch auf einer Platte anrichten, ne? Genau, das ist das, was ich dann halt mache. Also ich mache wirklich komplett in der Gastronomie, das ist Plattenservice. Das ist quasi, dass dir das Buffet auf den Tisch gestellt wird, ne? Mhm. Das ist halt einfach, weil da brauchst du gar nicht viel, klar, da kann man auch viel machen, aber so hochtrabend koche ich dann ja zu Hause nicht. Dann packe ich das Essen halt auf eine Platte, stell's hin und jeder kann sich nehmen und dann ist gut. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei einem Teil anfangen, Fleisch oder vielleicht auch geht das genauso wie Fisch, wie würdest du das jetzt machen, wenn ich jetzt sage, ich habe 6 Gäste und hab jetzt einen Braten fertig gemacht, schön, wie würdest du den anrichten? Also Braten ist jetzt mit Soße oder ohne? Sagen wir mal richtig schöne dunkle Soße, braune Soße dazu. Okay, also der erste Punkt ist erstmal, wenn ich was anrichten will, im Idealfall habe ich einen Teller, der dafür passt. Mhm. Also ich will jetzt gar nicht nur über einen Plattenservice sprechen, sondern ich würde dann sagen, wir gehen das prinzipiell einfach mal durch. Ja. Und das Wichtigste ist erstmal, du brauchst, das klingt sehr, sehr selbsterklärend, aber du brauchst halt einen Teller, auf den das Essen passt. Mhm. Ich habe ja eben schon gefragt, hast du jetzt einen Braten mit Soße oder nicht? Das macht schon mal einen großen Unterschied. Also nicht, ob jetzt Soße dabei ist, aber ob eine Flüssigkeit dabei ist. Mhm. Das kann ja auch eine Suppe sein. Eine Suppe auf einem flachen Teller macht wenig Sinn. Ja, kriegt man nicht viel drauf. Nee, und lässt sich auch schlecht runterlöffeln. Stimmt. Beziehungsweise ist auch die Frage, wie viel kommt dann beim Gast noch an? Ja. Das ist bei Soße im Übrigen auch so. Also deshalb sage ich Flüssigkeiten. Du musst halt gucken, dass du ein Gefäß oder einen Teller hast, wo der Rand höher ist, dass die Soße halt gehalten wird, dass sie nicht runterläuft. Und vor allen Dingen auch, dass die Leute davon essen können, weil mit einem Löffel kannst du auch nicht, wer weiß, wie flach jetzt da die Soße auskratzen. Mhm. Gut, man kann natürlich einen Teigschaber oder einen Strohhalm dazu liefern, aber ich sag mal, es ist nicht klassisch. Ah.
Ja, ich denke auch gerade so an ganz, ganz moderne Anrichteweisen. Da gibt es ja sowas, wenn man so Schieferplatten zum Beispiel, ja, oder sehr flache Teller, die überhaupt keinen Rand mehr haben, da wäre das mit Soße dann auch schwierig. Einmal im Restaurant natürlich, weil es ja auch noch vom Service zum Tisch gebracht werden muss, aber auch zum Essen ist es doof, wenn man dann irgendwie ein bisschen was schiebt, dann tropft die Soße doch auf den Tisch. Ne? Ja, das kannst du dann halt mit Pasten machen. Ja? Mhm. Ich sag jetzt mal, du machst zum Beispiel ein Sushi, willst das auf eine Schieferplatte packen? Das geht. Mhm. Klar, du kannst jetzt nicht die Sojasoße drauf geben, aber du kannst zum Beispiel so eine Messerspitze Wasabi da drauf. Das geht ja, klar. Die läuft halt nicht weg. Mhm. Oder was man dann eben auch in der modernen Küche sieht, dann eben so ein Püree oder so eine sehr cremige Soße, dass die dann so drauf getropft und dann nochmal gestrichen wird. Also wenn die steht sozusagen, dann könnte das funktionieren. Genau, dann sind wir aber auch schon bei Gerichten, die als Ganzes auf dem Teller angerichtet werden. Mhm. Oder, naja, muss auch gar nicht als Ganzes. Du kannst ja auch einfach nur das Stück Fleisch anrichten und alle Beilagen extra geben. Mhm. Aber da kommen wir, ja, oder fangen wir vielleicht da an. Es ist schwierig, da wir springen jetzt immer zwischen Restaurant, zu Hause, Tellergericht und ja, Platte hin und her. Fangen wir einfach mal im Restaurant an, mhm, und leiten daraus dann die Sachen für zu Hause ab. Mhm. Also, und ich würde sagen, wir fangen auch bei den Gängen an. Das erste ist ja immer im Restaurant das Amuse-Bouche. Mhm. Früher Amuse-Gueule sagt man nicht mehr, man sagt Amuse-Bouche. Was ist das Amuse-Bouche? Das Amuse-Bouche ist eine Kleinigkeit, ich sag mal ein paar Dips, vielleicht ein bisschen Brot. Mhm. Das kann aber auch in die Richtung von Tapas gehen, also wirklich kleine zubereitete Gerichte. Es kann auch ein Stück Pastete sein oder so, was gereicht wird. Und ganz klassisch im Restaurantalltag, wenn es das denn gibt, das Amuse-Bouche ist halt wirklich Dips und Brot. Mhm. Da nimmst du halt Schüsselchen oder Tiegelchen, so kleine Tiegelchen sind das ja, da kommt das mit rein. Kleine Löffelchen, auch wichtig, wenn du was anrichtest, dass du das passende Besteck dazu reißt. Mhm. Das ist natürlich witzig, wenn du nachher als Dessert, ich sag mal, eine Schokomousse in Glas spritzt und dann Löffel gibst, wo du gar nicht mit in das Glas reinkommst. Das stimmt, ja. Das ist ja das, was auch Gäste in feinen Restaurants oft verwirrt, wenn das ganze Besteck schon da ist. Ne? Also man kann es ja dann theoretisch auch immer mit jedem Gang aufdecken, was natürlich dann wieder mehr Serviceaufwand ist. Ja, und Unruhe an den Tisch bringt. Das stimmt, ja. Aber man kennt das vielleicht, wenn das so, aber die Regel, zumindest habe ich das mal so gelernt, ist immer, man benutzt das Besteck von außen nach innen. Ne? Genau. Also man fängt außen an und innen ist dann zum Schluss das fürs Dessert. Genau. So, und jetzt haben wir halt das Amuse-Bouche und das kommt, weil du halt nicht mit, ich sag mal, drei ist wirklich so typisch. Kommen wir auch noch zu, warum, gleich mal aufschreiben, warum drei, fünf wichtige Zahlen sind. Mhm. Kriegst du vielleicht so drei Dips. Und der Kellner will das ja nicht einzeln schleppen. Erstmal sieht's doof aus. Mhm. Zweitens braucht es viel mehr Aufwand, das hinzustellen. Mhm. Das hatten wir eben schon beim Besteck. Ist halt Unruhe am Tisch. Du willst als Kellner, also ein guter Kellner ist immer da und fällt nie auf. Ja. Und deshalb willst du solche Sachen zum Beispiel auch möglichst schnell, möglichst ruhig erledigen. Also packst du diese Dip auf einen kleinen Unterteller oder auf, mhm, eine Platte. Es gibt auch so Keramik, wo so drei Fächer drin sind, ne? Oder sowas zum Beispiel. Und wenn du jetzt zum Beispiel so drei Tiegelchen nimmst, die haben halt den Vorteil in der Küche, die kannst du besser vorbereiten und in den Kühlschrank packen. Mhm. Die nehmen nicht so viel Platz weg wie zum Beispiel so eine dreigeteilte, mhm. Und da kann man zum Beispiel, wenn ein Gast sagt, ich möchte nichts mit Knoblauch oder so, ne, kannst du genau das dann variieren. Genau. Und sonst musst du es halt runterkratzen oder neu füllen und dann hast du vielleicht keine dritte Soße, dann sieht es auch doof aus. Ist auch doof, ja. Damit du das halt vernünftig an den Tisch bringen kannst, musst du was zwischen Teller und Tiegelchen packen. Mhm. Ne, weil das klappert sonst, mhm, ja, und es rutscht vielleicht. Und dann, mhm, nimmst du halt ein sogenanntes Klapperdeckchen. Okay. Das machst du beim Kaffee ja auch, gibt's, mhm, auch ganz oft. Oder wenn du irgendwie auf einem kleinen, ja, ist das Edelstahl oder irgendein Serviertablett aus Metall was kriegst, mhm, muss man darauf achten, ist meist irgendwie so ein kleines Papierdeckchen. Da ja, Serviette drauf hat man am häufigsten, ne? Weil das im Restaurant eh schon bereit ist. Nee, dafür gibt's eigentlich wirklich immer Klapperdeckchen, mhm, die auch in der Form zum Beispiel des Tabletts sind. Die sehen, okay, immer so ein bisschen aus wie gehäkelt, ist aber Papier und ist natürlich nicht gehäkelt. Ach so, also so ein bisschen wie hier bei den Pilzgläsern unten diese, genau, diese Rose, die da nochmal rumkommt.
oder wie das Ding heißt. Nee, die kommt ja drumrum. Aha. Und da kommt es ja dazwischen, damit es nicht klappert und nicht rutscht. Und aha, Feuchtigkeit zum Beispiel auch auf. Mhm. Also quasi der Bierdeckel fürs Tablett. Ja, könntest du so sagen, genau. Das heißt, du hast jetzt hier im Grunde genommen sowas, du hast einzelne Gefäße, die sehen auch nicht so angefressen aus, wenn man sich daran bedient hat, wie zum Beispiel jetzt eine größere Schüssel. Mhm. Das ist beim Buffet zum Beispiel wichtig und auch sehr in Mode gekommen, Sachen dort einzeln anzurichten, gerade so Desserts, wenn selten oder was heißt selten, wenn du bisschen weggehst vom ganz einfachen Party-Service, vielleicht 1-2 Euro mehr ausgibst, das ist gar nicht so abgehoben, dann kriegst du das ja eigentlich immer in kleinen Gläsern. Ja, was so in Mode ist, sind die kleinen Weggläser, ja, genau, habe ich ja auch zu Hause in verschiedenen Formen oder eben hier so flache Dinger, wo man dann so Crème Brûlée oder so reintut, also so flache Schälchen oder eben, was du eben schon meintest, so diese Tapas gibt's ja auch in allen Größen, so kleine Tiegelchen und so. Genau, wobei sich wirklich hohe Behälter anbieten, weil du davon einfach mehr auf weniger Raum im Kühlschrank packen kannst und lagern kannst. Stimmt. Auch interessant gerade für zu Hause, wenn du sowas vorbereiten willst, du musst das Zeug ja auch irgendwo lagern. Gerade Dessert muss kalt stehen. Nicht nur, weil Dessert meist kalt ist, sondern zum Beispiel auch zum Abbinden, wenn du irgendwas mit Gelatine machst oder ähnlichem. Da solltest du die Lagerfähigkeit beim Anrichten in solchen Sachen auch mit bedenken. Ja, man kann es dann, gerade wenn man in einen Restaurant-Kontext oder wenn man jetzt auch an eine Party denkt, kann man das dann, wenn die Gäste, manche Gäste später eintreffen, kann man das dann nochmal nachholen und dann muss es halt nicht die ganze Zeit da auf dem Buffet oder auf dem Tisch stehen und warm werden. Ne? Genau. Und jetzt stell dir vor, du hast 100 Leute, die essen Buffet beim Dessert und jetzt kommen die letzten 20 dahin. Mhm. Wie sieht die Schüssel aus? Zum Kotzen. Dann ist schon verschmiert der Rand. Genau. Und man hat vielleicht oben ein bisschen Schokostreusel oder so drauf gestreut. Die sind dann wahrscheinlich, sind wahrscheinlich als erstes weg. Das dann ist das wahrscheinlich einfach kein oben mehr, sondern nur. Ja, eben. Dann ist das halt Kater, nur noch so ein Klacks. Und genau. Das ist natürlich dann auch eine ökonomische Frage für Restaurants. Da geht natürlich keiner mehr dran, wenn das aussieht, als ob da jemand reingeboxt hat. Ne? Richtig. Und dann ist es auch, wenn du bei den kleinen Gläschen mehr Spülenaufwand hast, besser, weil du kleine Portionen hast und die dann aber auch bis zum Schluss austeilen kannst. Richtig, und du kannst da auch schneller was nachstellen. Also ich sag mal, du hast jetzt ein Restaurant, was ein Buffet hat. Wenn das Restaurant schlau ist, macht es viel von dem Dessert und verkauft das, was übrig bleibt, im à la carte. Ist ja total legitim. Das kannst du natürlich mit so einer angefressenen Schüssel nicht machen. Die Reste musst du wegschmeißen. Ja, eben, darfst du gar nicht mehr anbieten. Genau. Ist gesetzlich verboten. Und wenn jetzt zum Beispiel bei der Gesellschaft noch jemand nachkommt, dann kannst du ja auch nicht die angefressene Schüssel hinstellen. Ich meine, natürlich kann man das nochmal schön anrichten, aber einfacher ist es natürlich, wenn du es gleich in solchen Gläsern machst. Zumal du in den Gläsern ja auch richtig schön anrichten kannst, gerade in den Weggläsern, weil du siehst es von außen. Ja, du kannst Schichten machen, du kannst oben drauf eine Sahnehaube machen, du kannst ein kleines Waffelröllchen legen, noch eine Beere, whatever. Ja, kannst da richtig Landschaften gestalten. Ja, kannst du wirklich machen. Ja. Und da kann ja auch jeder so viel von essen, wie er will, aber es sieht immer neu aus, also es sieht immer ordentlich aus. Im Zweifelsfall stellst du halt die Gläser ein bisschen ordentlich wieder zusammen. Du kannst einen schnellen Nachservice machen und auch der letzte Gast geht hin und sagt, wow, geil. Und du hast natürlich auch schon die Portionsgröße vorgegeben. Ja. Das heißt nicht, dass du als Gast dann hingehen kannst, sollst, darfst und dir 5 von diesen Gläsern holst. Aber du packst ja nicht erst den Teller voll. Und stellst dann mittendrin fest, das schaffe ich gar nicht. Genau, ja. Ganz genau. Auch so ein Ding beim Anrichten. Genau. Gilt also für Desserts, aber auch für die Vorspeise, wo wir ja, oder für den Amuse-Bouche, wo wir jetzt gerade angefangen hatten. Was mir dazu eben noch einfiel, das ist ja auch ganz schön, weil es ja wirklich nur ein Häppchen, ein Appetitanreger sein soll, sieht man manchmal dann, also
in feineren Restaurants so Keramiklöffel, die asiatischen Löffel, die ja auch selbst stehen, gibt es dann auch in vielen Variationen, wo du dann so ein ganz kleines, eine Krabbe, Garnele und dann irgendwie einen kleinen Salat oder so ein Löffelchen nur machst, dass du mit einem Haps dir dann reinpfeifen kannst und dann auch schön dekorieren kannst, vielleicht mit einem Dillsträußchen und so, da sind ja dann viele Möglichkeiten. Und das kann man auch eben schön anrichten und es ist dann schnell auf dem Tisch und wieder weg. Ja, das machst du hauptsächlich bei Fingerfood. Stimmt, weil da geht's dann auch. Du hast halt Geschirr und Besteck in einem. Mhm. Ja, nur jetzt, weil wir das nicht als Shownotes-Bild irgendwie haben, du hast halt einen Metalllöffel, nimmst hinten den Griff und biegst den nachher um. Meist ist das nicht, ja doch, einmal umgebogen ist das dann. Genau, dann steht das auf dem umgebogenen so. Genau, und auf der Laffe, also auf der Vertiefung, als wenn du den Löffel hinlegst, ein bisschen anhebst und den Griff umbiegst, so sieht das aus. Und da, ja, was du sagst, da kannst du halt wirklich kleine Sachen dran machen. Das Schöne ist halt, bei Fingerfood, du musst nicht mit schweren Tellern durch die Gegend laufen. Mhm. Die Gäste brauchen nicht noch irgendwie Platz in den Händen oder so. Können das nehmen, können das essen, können es gleich wieder wegpacken. Mhm. Habe ich aber als Amüsbusch noch nicht gesehen, wobei ich ehrlich gesagt auch nicht so viel essen gehe. Habe ich tatsächlich auch noch nicht erlebt, aber wäre jetzt so eine Idee, was man eben machen könnte, so als kleinen Gruß aus der Küche. Auf jeden Fall. Ja, dann. Was wir jetzt, wir können das am Amüsbusch auch schon so ein bisschen festmachen. Ich habe ja eben gesagt, 3. 3 ist eine wichtige Zahl. 5 auch, wobei 5 nicht so häufig vorkommt. Wenn du jetzt so ein Tellerchen kriegst mit Dips drauf oder du kriegst ein Hauptgericht mit, ich sag mal, Kroketten vielleicht oder du kriegst ein Gericht mit Mousse-Schokolade, schon wieder schwierig, da ist 3 unter. Oder als Hauptgericht Roulade, die aufgeschnitten ist, vielleicht. Ja, wobei dann habe ich eher erlebt, dass die Leute kleinere Rouladen machen, als dass du eine Roulade aufschneidest. Aber auch da würde ja gelten, man tut nicht 2 auf den Teller, sondern. Genau. Ich war gerade wegen der Zahl am Überlegen. Also 3 ist wirklich so typisch, aber 1 kommt auch vor. Ja, also 1 Steak. Klar, 1 Steak. aber ich sag mal, vielleicht 1 Kartoffelkloß auf dem Teller, weil 3 ist meist schon zu viel. Ja. Ja, dann ist der Teller auch schon voll. 1, 3, 5. Also wenn du was anrichtest, du nimmst eigentlich immer eine ungerade Zahl. Mhm. Stell dir vor, du hast einen Teller und richtest den durch die Zahl 2 oder 4 absolut symmetrisch an. Das wirkt komisch. Mhm. Ja, also so ein Teller, ich sag mal, unabhängig von der Portionsgröße, du hast da 4 Nocken Mousse-Schokolade drauf. Mhm. Könnte man machen, wenn man vielleicht eine Blume irgendwie stilisieren will. Aber ich glaube, Blumen haben meist auch ungerade Zahlen, was die Blätter angeht. 3, 5, mag ich nicht jetzt täuschen. Du bist durch eine gerade Zahl bist du immer an eine Anrichteweise gebunden. Die ist total symmetrisch, weil du kannst nicht 4 irgendwie verstreuen. Ja, genau. 4 lässt sich schlecht verstreuen. 3 kannst du zum Beispiel schön in eine Reihe legen. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Entenbrust. Gut, bei einer Entenbrust wird es dir nicht so auffallen, sind das jetzt 6 oder 7 Scheiben. Mhm. Aber angenommen, du machst ein kleines Gericht in einem Mehrgänge-Menü, dann wirst du meist auch 3 Scheiben Entenbrust dran liegen haben. Vielleicht noch eine Striezsoße, ein bisschen Gemüse, Beilage ist meist dann auch schon schwierig, je nachdem, wie viel Gänge du hast. Aber das ist echt so ein Ding. Achtet da mal drauf, wenn ihr essen geht, wie viel Stücke von irgendwas ist auf dem Teller drauf. Ja, müsste ich mal ausprobieren. Also ich kenne diese Regel auch, habe ich schon oft gehört. Und es wundert mich eigentlich auch, weil Menschen ja Symmetrie eigentlich auch als ästhetisch empfinden. Warum es jetzt beim Teller sozusagen dann nicht so ist. Ja, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so erklären, aber ich nehme diesen Effekt wahr.
Also wenn ich das sehe, so erstmal vier ist oder gerade Zahlen sind schwierig anzurichten. Klar, du könntest jetzt zum Beispiel irgendwie links eine Scheibe, rechts eine Scheibe und in der Mitte noch irgendwas machen, dann sieht es aus wie ein Schmetterling oder so. Ist ein bisschen schwierig. Ne? Muss man mögen. Ja, es ist vielleicht bei einem Kindereis ganz nett. Ja. Ja. Dann haben wir, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf das Amuse-Bouche zurückkommen wollen, du wirst wahrscheinlich nicht drei weiße Dips bekommen oder drei rote Dips. Ja? Im Idealfall kriegst du einen weißen, grünen und einen roten. Also im Idealfall kriegst du drei verschiedenfarbige. Ja. Natürlich kann das auch mal sein, dass da zwei sind, die weiß sind. Ich sag mal Knoblauch und vielleicht eine Mayonnaise. Ja, also oder eine Remoulade, die ist dann ja auch weiß, ist aber eine andere Soße als eine Knoblauchsoße. Aber schöner ist natürlich, wenn du wirklich einen Kräuterdip hast, eine tomatenbasierten Dip, das kann ja auch Cocktailsoße sein, dann ist zwar die Hauptbasis immer noch Mayonnaise, aber von der Farbgebung her ist halt die Tomate das Vordergründige. Und dann hast du halt was Weißes. Selbst ein einfacher Kräuterquark oder so zählt noch zum Weißen, weil die Hauptfarbe ist halt weiß. Ja. Wenn jetzt von der Kräutersoße spreche, dann rede ich eher von sowas wie der Frankfurter Grisos. Also der Grün, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Das ist egal. Von der Frankfurter grünen Soße, die ist halt wirklich grün. Ja. Da sind nicht grüne Stippen drin, die ist richtig grün. Ja. Und das Gleiche gilt halt auch einfach für ein Essen, was ich serviere, dass ich möglichst viele verschiedene Farben kontrastreich auf den Teller bringe. Nehme zum Beispiel mal eine Gemüseplatte, ich habe einen runden Teller, da ist dann, oder es kann ja auch eine Platte für ein Buffet sein oder für einen Plattenservice. Ich will zum Beispiel nicht Rosenkohl neben Brokkoli und Bohnen liegen haben. Und dann habe ich zum Beispiel noch Blumenkohl, Spargel und Karotten. Das sieht doof aus. Besser sieht's aus, wenn ich Brokkoli, Karotten, grüne Bohnen, Spargel, was hatte ich noch? Und dann zum Beispiel Erbsen, also grün, rot, grün, weiß und dann meinetwegen wieder grün. Ja. Oder ich kann natürlich auch rot mit beimachen, indem ich zum Beispiel irgendwie einen Rotkohl damit draufpacke, was auch immer. Ja. Aber du möchtest das möglichst kontrastreich auf dem Teller haben oder auf der Platte. Dann, wo wir bei den Farben sind, du möchtest natürlich leuchtende, frische Farben. Leuchtende, frische Farben machen Appetit, weil sie uns zeigen, hey, da steckt viel Nährwert drin. Das ist nicht zerkocht. Genau. Ja? Und das steht auch nicht seit zwei Tagen schon da. Genau. Stell dir vor, du kriegst einen Teller hingestellt und da sind braune Bohnen, grauer Brokkoli drauf. Irgendwie eine lasche Soße, also eine Soße, wo du echt so siehst, die glänzt nicht, die hat keine Kraft, die sieht einfach aus wie aus der Tüte. Ja, riecht im Zweifelsfall auch noch ein bisschen sehr brühig. Dann hast du vielleicht auch noch ein graues Stück Fleisch dabei und das ist jetzt nicht gerade Tafelspitz. Tafelspitz ist nun mal grau, aber ein gebratenes Stück Fleisch, was dann irgendwie außen nicht schön braun ist, innen grau, da hast du halt keinen Bock drauf. Nee, klar. Ne? Im Kontrast dazu nehmen wir jetzt einfach mal einen Klassiker. Du hast Lammrücken. Aufgeschnitten, innen drinne schön rosa. Du siehst auch noch die Flüssigkeit, wie sie so ein bisschen, sie tropft nicht raus, aber sie bildet sich so ein bisschen an der Oberfläche, also der Schnittstelle. Dann hast du außen wirklich eine schön braune Farbe. Dann hast du schön leuchtend grüne Bohnen dazu, vielleicht noch ein paar Sprengsel von entweder hast du einen Bacon genommen oder was für Lamm einfach viel, viel geiler ist, Knoblauchbohnen. Das heißt, du machst ein bisschen schön Knoblauch mit dran. Dann hast du ein schön gelb-braunes Kartoffelgratin daran.
wo die Kartoffel halt wirklich schön gelb aussieht und nicht weißlich oder oben schwarze Stippen, weil es halt ein bisschen angebrannt ist beim Überbacken. Und wenn du dann jetzt noch einen Löffel wirklich leuchtende, glänzende, braune Soße drum hast, das ist fast so ein bisschen wie mit Bildern, ja. Schwarz-Weiß in der Fotografie ist ein Stilmittel, was durchaus angebracht ist. Im Dessertbereich kannst du das vielleicht machen, wenn du was mit Schokolade machst, schwarze und weiße Schokolade. Aber ansonsten vergiss es, du willst wirklich schön leuchtende, frische, natürliche Farben. Mhm. Da kann man natürlich auch nachhelfen. Und das mag jetzt erstmal so klingen, so, oh nee, das ist doch scheiße, wenn man sowas macht. Man kann da ja auch natürlich nachhelfen, ohne jetzt irgendwie über eine mangelnde Qualität wegtäuschen zu wollen, sondern einfach eine Eigenschaft dann nochmal herauszukehren. Was ich super gerne mache, ist Rosmarinkartoffeln. Mhm. Manchmal, gerade wenn du sie von neuen Kartoffeln machst, was man eigentlich auch nicht macht, aber ich liebe neue Kartoffeln und ich liebe es, Kartoffeln nicht schälen zu müssen. Und wenn es schmeckt, ist es korrekt. Genau. Ne? Und diese Regeln sind ja auch nur, damit man sie brechen kann. Ja, gut, neue Kartoffeln, das ist natürlich schon ein bisschen schade, weil die kannst du einfach geil gekocht mit ein bisschen Butter essen. Mhm. Ne? Und die bilden halt nicht so eine schöne Kruste, einfach weil die zu wenig Stärke, ich glaube, das liegt an der Stärke, dass sie zu wenig Stärke haben. Kann gut sein. Das funktioniert nicht so geil, dafür könntest du besser andere nehmen, aber ich liebe einfach neue Kartoffeln und die brate ich halt gerne und damit die halt nochmal eine intensivere, schönere Farbe kriegen und auch für den Geschmack, weil ich den Geschmack sehr mag, gebe ich einfach zum Schluss ein bisschen Kurkuma mit bei. Ah ja. Ja, es ist natürlich, das heißt, ich täusche da nichts vor. Jeder, der das isst, kann das rausschmecken. Mhm. Die Kartoffel kriegt aber eine schön leuchtende Farbe, die einfach auch schon Bock macht, da reinzubeißen. Mhm. Hat nochmal so einen leicht erdigen Geruch dazu. Und ist halt kein Vortäuschen von irgendeinem Gehalt. Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Nudeln mache und ich mache da Kurkuma mit rein. Ich sage, es sind Frischeinnudeln. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, über das Kurkuma, auch wenn es natürlich ist, einen höheren Eigehalt vorzutäuschen. Das stimmt, ja. Ja. Also wenn du dir jetzt verkaufen würdest, dann müsstest du es ja eh draufschreiben. Genau. Aber du kannst es den Gästen ja auch sagen. Und Kurkuma, also für die, die es nicht kennen, auch auf Deutsch als Gelbwurz bezeichnet, ist halt eine Wurzel, die sehr stark Carotinoide enthält, also sehr stark gelb färbt. Man kann sogar auch Textilien damit färben, wurde auch schon gemacht reichlich. Und das verbindet sich auch ein bisschen mit dem Öl, habe ich gesehen. Und das wird dann richtig fast wie Neongelb, ne, das Öl. Wenn das so ein bisschen, gerade wenn du ein Gericht hast, wo das Öl dann auch noch an der Speise verbleibt, das leuchtet also richtig. Schmeckt so ein bisschen bitter und ein bisschen metallisch erdig, metallisch nicht so, aber hat einen sehr, sehr intensiven, leicht bitteren Geschmack. Also man merkt es, wenn es irgendwo in größeren Mengen dran ist, schon raus. Genau. Ich nenne es auch immer Nikotinfingerwurzel. Ja, weil, das bleibt auch in der Haut. Ja, absolut. Wenn du da mit den Fingern beigehst, da hast du tagelang was von. Also wurden, glaube ich, auch schon so Bio-Tattoos mitgemacht. Ne? Das glaube ich, das wird tatsächlich verwendet für Leute, die dann eben sich nicht stechen lassen wollen, aber was auf der Haut haben wollen, das geht. Kann ich mir gut vorstellen. Also wie gesagt, wenn ihr mit Kurkuma arbeitet, nicht die Finger rein, ansonsten das werdet ihr ein paar Tage nicht los. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Ja. Das wächst raus. Genau. Ist übrigens auch der farbgebende Teil beim Currypulver. Also gerade beim englischen Currypulver ist das wirklich so der farbgebende Teil. Und was ich halt auch gerne mache, ist zum Beispiel, wenn ich Reis gekocht habe, dann brate ich den gerne und gebe da zum Beispiel auch Kurkuma mit rein. Mhm. Ja, es gibt ein super tolles Aroma. Mhm. Sieht auch nochmal schick aus. Aber das nur am Rande. Was du natürlich auch machen kannst, um Farbe zu behalten, ist Kaisernatron nehmen beim Kochen von Gemüse. Aha. Ja, also erhält die grüne Farbe. Brauchst du aber einfach nicht. Also das ist sowas, wenn du das machst, dann bin ich der Meinung, täuschst du eher darüber hinweg, dass du, ich sag mal, Produktionsfehler machst. Mhm. Ja, ich sag nicht, dass du nicht kochen kannst, aber das macht es einfacher, ohne für den Gast jetzt irgendwie wirklich einen Vorteil zu haben. Ja. Du kannst halt ein Gemüse problemlos
geil grün kochen. Ein Brokkoli zum Beispiel kochst du. Kochst ihn nicht ganz weich, schreckst ihn dann nachher einmal kurz in kaltem Wasser ab. Die meisten Gemüse werden in der Gastronomie sowieso nicht frisch gekocht, sondern am Tag frisch gekocht und nachher heiß gemacht. Das ist auch sehr sinnvoll, einfach weil es unheimlich viel Personal, Platz und Zeit kostet, alles immer frisch zu kochen. Ja. Also gerade so in dieser französisch-klassischen Küche. Stell dir vor, auch in der deutschen Küche ist das schwer. Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant, bestellst eine Schweinehaxe und das Sauerkraut wird frisch gekocht. Das braucht ja schon ein Weilchen, bis es richtig fertig ist. Genau, ne? Oder Rotkohl. Das macht der Grünkohl genauso. Grünkohl und also überhaupt diese ganzen Kohlsachen sind sowieso besser, wenn sie einen Tag genau, alt sind. Genau, die werden ja geschmort und das so lange willst du nicht am Tisch sitzen. Nee, ne? Genauso ist das mit Bratkartoffeln. Ja, Bratkartoffeln werden zwar frisch gebraten, aber die sind halt auch vorgekocht. Klar. Hat da aber auch die Eigenschaft, wenn du das von frischen gekochten Kartoffeln machen würdest, dann hättest du halt Fettschwämme, die wenig Farbe nehmen und in der Pfanne meist zu Kartoffelpüree zerfallen. Was so im Hausmaßstab auch noch gut funktioniert für Gemüse, ist Dämpfen. Dann geht es schneller, ist heißer und die Farben werden eigentlich auch besser erhalten. So. Absolut. Ich finde Dämpfen allein deshalb schon geil, weil du gar nicht so viel Flüssigkeit heiß machst. Genau, und die ganzen Vitamine und Mineralien gehen halt nicht ins Kochwasser, sondern bleiben im Gemüse drin. Ne? Genau. Und eben auch die Farben entsprechend. Ja. Und wenn du viel machen musst, wird das ganze Gemüse auch gleichmäßiger. Stell dir vor, du hast einen großen Topf, machst da heiß Wasser rein, lässt das aufkochen, nimmst jetzt im Haushalt, in der Gastronomie machen es auch viele, nimmst dann halt TK-Gemüse, also tiefgekühltes Gemüse, schmeißt das rein, das Wasser kühlt natürlich erstmal runter. Was okay ist, aber das Problem ist, das Wasser wird halt unten als erstes heiß und oben, das dauert halt. Und wenn du dann halt viel kochen willst, dann dauert es lange, bis es oben genau die gleiche Temperatur hat wie unten. Dann ist es unten im Zweifelsfall schon matschig, während es oben noch nicht ist, was es natürlich auch allein von der Farbe her schwierig macht, eine vernünftige Farbe beizubehalten. Deshalb in der Gastronomie halt auch Kombidämpfer, die sind super, da kannst du ganze, du kannst so ganzen Kombidämpfer voll mit Blechen schieben und das Ganze dämpfen. Genau, liegt es einmal flach auf diesen Gastronorm-Schalen drauf und mit Löchern drinne und dann durch den Dampf wird es dann halt gegart. Genau, ich wollte den einen Punkt, wo du eben bei Rosmarinkartoffeln warst, bei Gemüse oder auch, es gibt ja nun Gerichte, zum Beispiel jetzt, wenn du ein Schmorgericht hast, das ist einfach dunkelbraun, wenn es richtig gemacht ist und so, also so jetzt ein Ragout oder sowas, da kann man aber dann mit ein bisschen frischer Petersilie oder anderen Kräutern, je nach Gericht, dann auch wieder ein bisschen frische Farbe dranbringen. Ne? An die Soße oder an das Gericht an und für sich? Ja, eben oben drüber streuen. Okay. Die würde ich jetzt nicht mitschmoren, die Kräuter. Das ist jetzt ein Punkt, da würde ich gerne später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ganz kurz zu dem gedämpften Gemüse. Das Problem, was ich in der Gastronomie mit gedämpftem Gemüse habe, ist, es schmeckt nicht. Also ich kann an der Hand abzählen, und das, nachdem ich 3 Sägeunfälle gehabt hätte, wie viel mal ich gedämpftes Gemüse in der Gastronomie gegessen habe, was geschmeckt hat. Das Problem ist nämlich, wenn du Gemüse dämpfst, schmeckt das nachher nicht nach viel, weil die meisten dämpfen es, ohne irgendwas dran zu tun. Ja. So. Dann wird es meist im Kombidämpfer wieder heiß gemacht, gerade für Buffets. Und das war's. Und das geht nicht, weil du hast, also das Gemüse selbst schmeckt zwar nach dem Gemüse, der Mitteleuropäer ist so eine salzarme Kost nicht gewohnt, möchte ich mal behaupten. Und was du dann eigentlich machen musst, ist Gewürz aufbringen. Und das kannst du idealerweise, indem du zum Beispiel das Ganze nachher in Brühe erhitzt. Ja, das, ich rede jetzt beim Buffet, würdest du es machen, dass du das Gemüse anschließend nochmal würzt, oder du kannst es ja auch vorher ein bisschen salzen, bevor du es dämpfst. Das machen die meisten aber dummerweise nicht. Warum, weiß ich nicht. Oder wenn du es im à la carte machst, ist einfach, du hast einen Topf, da machst du Brühe rein, legst das Gemüse rein. Gerade solche Sachen wie Brokkoli, Blumenkohl, Bohnen, das braucht nicht lange, weil es eine sehr, sehr große Oberfläche hat. Die Flüssigkeit kommt gleich überall rein. Dann holst du es mit einer Schaumkelle raus, packst es einmal kurz auf ein Handtuch, was extra für die Küche gedacht ist. Also nicht für die Finger und fürs Gemüse, sondern wirklich nur fürs Gemüse. Ja, ich möchte es anmerken, weil das in der Gastronomie halt so funktioniert. Ja. Packst es auf ein Frottee-Handtuch. Einfach, dass das überflüssige Wasser rausgezogen werden kann oder abtropfen kann.
macht man mit Schnitzeln ja auch. Halt mit dem Fett und nicht mit dem Handtuch, sondern dann meist mit Küchenkrepp. Oder dass du es auf den Rost legst und dann richtest du es an. Und dann schmeckt das auch nach was. Idealerweise ist es natürlich eine selbstgemachte Brühe, weil die meisten fertigen Brühen doch sehr künstlich nach Brühe schmecken. Ja, klar. Typischen Brühegeschmack. Das schmeckst du raus. Ja. Genau. Ist total okay, wenn du es zu Hause machst. In der Gastronomie, wo ich ein ordentliches Geld für bezahle, finde ich, gehört es nicht hin. Und das ist auch so ein Punkt, der beim Anrichten extrem wichtig ist. Du brauchst, um vernünftig anrichten zu können, gut gekochtes Essen. Ja. Gerade wo wir jetzt über das Gemüse sprechen, ist es essentiell wichtig, dass ich möglichst viel überflüssige Feuchtigkeit aus dem Gemüse rauskriege. Warum? Nehmen wir uns mal so einen Teller, machen wir einfach mal das Lamm mit dem Kartoffelgratin und jetzt nehmen wir den Brokkoli dazu. Ich packe das Kartoffelgratin auf den Teller. Okay, da passiert nicht so viel. Das habe ich im Ofen wieder warm gemacht. Das ist trocken. Also mit trocken meine ich nicht, ist das trocken, sondern das suppt nichts. Es suppt ja nicht. Es läuft nichts raus. Genau. Jetzt schneide ich das Lamm auf, lege das hin. Okay, das könnte ein bisschen suppen. Das heißt, ich muss vorher aufpassen, dass ich es hab ruhen lassen. Dass die Säfte sich entspannen und nicht gleich herausspritzen, sowieso nicht, aber auch nicht rauslaufen. Dann habe ich jetzt den Brokkoli, der soll auch nicht suppen. Ja, so ein bisschen Suppe auf dem Teller ist doch nicht schlimm. Ja, ist es schon, nämlich dann, wenn die Soße draufkommt. Was passiert, wenn ich Soße und Suppe auf dem Teller habe? Das verläuft, das sieht nicht mehr gut aus, das fließt auf dem Teller hin und her, der ganze Teller wird unordentlich, sieht aus, als ob du, ja, es sieht halt unsauber und unordentlich aus. Und das willst du nicht, wenn du wirklich gut anrichtest. Ja. Ja, wenn du eine Soße machst, du ja so, dass die Bindung passt, dass die Soße nicht auf dem Teller rumläuft. Und wenn jetzt aus dem Brokkoli Wasser rauskommt, dann hast du die Soße überall. Dann läuft die auch unters Gemüse und Richtung Kartoffelgratin und du hast nachher eine Masse. So. Genau. Richtig schlimm ist es vor allen Dingen, wenn ich die Soße nicht entfettet habe und dann Fett in der Soße, also nichts gegen Fett in der Soße. Ich finde Gänsebraten mit fettiger Soße ist total geil. Ist aber scheiße, wenn du das im Restaurant servieren willst und Soße auf den Teller machst und sich auf einmal die Soße von dem Fett trennt. Weil das sieht nicht gut aus. Ich versuche halt jetzt mal so nicht so zu bewerten, sondern rein fachlich, es sieht nicht gut aus. Ja, du hast dann auf einmal, oh, da setzt sich das Fett ab. Niemand steht auf Fett. Ich esse auch gerne einen Krustenbraten und da darf auch Fett dran sein, aber ich will kein unnötiges Fett auf dem Teller irgendwo rumfließen haben. Genau deswegen zum Beispiel auch das Schnitzel vorher abtropfen lassen. Angenommen, du sitzt da, isst und unten hast du, die unterste Schicht von deinem Schnitzel ist wirklich dieses Speiseöl, was ich da hinlege. Es gibt keinen Grund, warum ich Speiseöl essen wollen würde. Wenn das jetzt ein bisschen Fett von einem Braten ist, ideal das Fett von dem Tier, dann schmeckt das ja auch noch was. Dann ist das nicht schlimm. Aber zum Beispiel auch Bratkartoffeln, wo ich unten, ob es in der Schale oder auf dem Teller ist, Fettsuppe liegen habe, das will man nicht. Nee, klar. Ne? Auch allein aus ästhetischen, optischen Gründen will man das nicht, und vom Essen mal ganz zu schweigen. Du hattest eben gerade Kräuter angesprochen. Ja. Es gibt ja diese unsägliche Unsitte, Pulver oder gehackte Kräuter sind jetzt nicht eine Unsitte, in dem Sinne irgendwie auf den Teller zu applizieren. Ja, sei es ein Pfefferrand, ein Curryrand, sei es getrocknete Petersilie, ja, das, beste. Also, nein. Kannst, wenn die gerade ausgegangen ist, kannst du auch draußen auf den Rasen gehen, ein bisschen abschneiden, auf der Heizung ein bisschen trocknen, ist das gleiche Geschmackserlebnis. Ich kann es echt noch toppen, es tut mir so leid. Wir waren in einem Indoor-Spielplatz. Aha. Meine Erwartungen waren also nicht hoch. Okay. Ja, ich wollte Essen haben. Gibt's ja eh meist nur Pommes, ne? Und so Nuggets, Chicken Nuggets. Ja, es so. Gab auch Spaghetti Bolognese. Okay. Also es gab Spaghetti mit Hackfleischsoße oder mit Tomatensoße. Ist egal, ist auch vollkommen okay. Ich verstehe nur nicht, warum ich als Koch dann ernsthaft so eine Tütenfix-Dressing-Packung aufmache und dieses Dressing-Anrührpulver drumrum. What? Ja, im Ernst. Geil. Also, lass das einfach sein.
Wenn ihr nichts habt, lasst es sein. Es ist total okay. Wo wir jetzt gerade schon bei Sünden sind, spiele ich gerade mal die Avocados Diaboli. Okay. Ich habe jetzt hier mein Tellergericht. Bleiben wir auch gerne bei dem Lamm mit dem Gratin und dem Brokkoli. Da ist ja jetzt beim Teller noch viel Platz. Da könnte man noch jetzt am Rand noch schön mit so einer mit so einer schönen Balsamico-Reduktion noch ein Muster drauf malen. Oder? Ja, aber geiler ist ja eigentlich, wenn man so eine Spritzflasche mit dieser Teerschlotze hat und so das ganze Essen rüber macht. Ja, so Striche drüber, ne? Das ist doch schön. Es ist total. Kann man auch noch mit Mayonnaise aus der Tube so in gegenläufiger Richtung. Hatten wir ja so wie bei der Omonokiyaki, ne? Ja. Hast du gemerkt, ich kann es aussprechen? Fast. Okono. Okono, das ist echt. Egal. Ist ja auch schon ein Weilchen her. Aber ich kann Japanisch. Urutsukiduji. So, so, haben wir das geklärt. Ja, also der große Punkt ist halt, das ist so 80s. Mhm. Schlimmer ist noch die Kuchengabel. Kennst du die Kuchengabel? Nee, sagt mir jetzt nichts. Du nimmst eine Kuchengabel, legst sie auf den Rand und streust Kakaopulver. Ach so, ja. Ich dachte jetzt, man kann ja auch, wenn man jetzt einen Soßenspiegel hat, noch eine andere Soße drauf und dann so durchziehen. Das ist auch 80s, oder? Das ist, ja, aber das ist klassisch. Okay. Also da würdest du eher sagen, das ist Retro. Aha. Ja, das ist auch nicht billig. Also da kannst, das machst du ja zum Beispiel bei Latte Art ja im Grunde genommen auch. Mhm. Da kannst du wirklich, ja, das kann man auch schön machen. Kann man wirklich schön machen. Bietet sich natürlich bei Desserts an, nicht bei heißen Speisen, mhm, einfach weil es zeitkritisch ist, heiße Speisen anzurichten. Was wir da übrigens, um da rein zu grätschen, früher in den 80ern gerne gemacht haben, war ein Parfait. Also wenn wir Gäste hatten, ein Parfait. Und dann hatten wir auch verschiedene Obstpürees, also Mango, Kiwi und dann noch Himbeer zum Beispiel und dann eben verschiedene Ringe auf dem Teller, wo in der Mitte das Parfait steht und dann mit einem Holzspießchen dann so die Pürees miteinander verzwirbelt. Also gedreht oder einfach so zur Mitte und nach außen gezogen? Sowohl als auch, also dann entweder nach außen gezogen oder eben einfach ein Muster reingeschlürt. Ich suche euch da mal ein paar schöne YouTube-Videos raus, wo ihr das dann gut seht. Ich versuche das gleich einmal akustisch nochmal zu beschreiben. Ich muss mir das einmal aufschreiben. Ich vergesse das sonst und ich habe nicht die Zeit, die ganze Folge beim Schreiben nachzuhören. Nein, brauchst du auch nicht. Aber das... also ganz kurz, Pulverzeugs. Wenn man das machen will, was man eigentlich nicht will, weil es unnötig ist. Pfefferrand, Curryrand, alles total unnötig. Dann ist aber ganz wichtig, dass das überhaupt zum Essen passt. Also klar. Spargel mit Pfefferrand finde ich kritisch. Ich meine, in deinem Fall, die Fixsoße, die Bolognese, das die passte ja einwandfrei zum Essen. Total super. Das war also sicher auch drin, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Bolognese koche oder Pasta mit Hackfleischsoße, ist ja egal, dann kann ich da natürlich nachher schön obendrauf ein bisschen gehackten Basilikum drauf machen. Mhm. Das passt. Ja. Aber Pfefferrand zum Beispiel ist halt so, das verändert das Gericht. Also der Basilikum verändert das Gericht auch. Ja. Aber das ist halt, das passt da halt 100% drauf. Mhm. Oder Parmesan, frisch geriebenen Parmesan. Ja, genau. Wird meist aber extra gegeben. Mhm, klar. Also in der Gastronomie einfach aus praktischen Weil es nicht jeder mag. Genau, zu Hause finde ich es total geil, wenn ich Besuch habe. Ich weiß nicht, ob ich in der Bolo-Folge da schon mal drüber gesprochen habe. Ich habe halt richtig Bolognese gekocht. Also wirklich stundenlang. Mhm. Und dann gab es Pasta dazu und wir waren irgendwie mit 8 Leuten am Tisch und ich habe noch nie so viele Leute so begeistert und voll bei der Sache und voll mit, ey, das kann man gar nicht in Worte fassen. Es war einfach so ein geiles Essen. Mhm. Also nicht das Essen eine für sich war geil, sondern einfach die Stimmung, die dabei auch herrschte. Und ich habe dann die Pasta halt durch die Soße gezogen, aufgerollt, habe dann oben drauf noch das gehackte Selleriegrün oder geschnittene Selleriegrün so ein bisschen drauf gemacht vom Staudensellerie. Geht das ganz gut, weil das halt ein sehr feines Grün ist. Das leuchtet schön, das hat ein super Aroma. Der Sellerie war eh schon mit dem Essen drinne. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt nicht noch irgendwie was Fremdes mit reingebracht. Und dann obendrauf noch richtig geil frischen Parmesan. Das war der Burner. Kann man auch, wenn wir jetzt bei Anrichten sind, auch
verschiedene Varianten machen. Man kennt den geriebenen, man kann aber auch so Späne abmachen mit einem Hobel. Ja. Was wieder geschmacklich anders ist, theoretisch aber auch funktionieren könnte, ist dann so kleine Chips machen aus Parmesan, also auch in einer heißen Pfanne oder im Backofen, dann so runde Kekse backen aus dem Käse. Es schmeckt aber anders, macht man dann vielleicht eher für andere Gerichte so. Ja, also ganz wichtig ist halt auch, dass die Zubereitungsart dabei berücksichtigt werden muss, was du gerade sagtest, ne? Wenn du Pasta isst mit Parmesan, Hobel, ist schwierig, weil du willst es ja eigentlich vermischen. Mhm. Ja. Genauso kannst du Pasta nicht mit einem Parmesankörbchen servieren. Also natürlich kann man das machen und vielleicht ist das auch irgendwie interessant, aber prinzipiell passt das nicht. Was du gut machen kannst, ist zum Beispiel einen Salat in so ein Parmesankörbchen machen. Mhm. Also Parmesankörbchen, ganz kurz, du hast das eben schon super beschrieben. Du reibst halt Parmesan, packst ihn in eine Teflonpfanne, das ist wichtig, Gusseisen ist dann nicht der ideale Fall für, schmilzt es und dann nimmst du es raus und legst es über ja eine kleine Tasse, eine kleine Schüssel, dann formt sich das, also biegt sich und wenn es kalt wird, wird es fest. Mhm. Ist ganz nett, ist auch schön, wenn du es so als Chip, also als Platte machst, ohne dass du es halt verformst, auf einen Salat, weil hat nochmal so einen Crunch. Aber musst du halt wirklich dabei beachten. Passt das zu dem Salat? Ja. Stimmt. So, weil, wie du gerade sagst, wird mir auch bewusst, bei der Pasta hat es eine andere Funktion. Da soll das ja cremig werden, schmelzen und sich mit dem Nudeln verbinden. Genau. Das geht natürlich nicht, wenn du dann so einen knusprigen Käsechip hast obendrauf. Genau. Deshalb, da musst du wirklich beim Anrichten auch überlegen, passt das zu dem Gericht oder wäre das jetzt gekünstelt? Mhm. Ne, also klar, Parmesan bleibt Parmesan, aber allein wie fein du den reibst, was wir eben sagten, hier die Späne oder der Schnee, im Idealfall fast sogar schon, hat halt unterschiedliche Eigenschaften. Mhm. Ne, erreiche ich mit dieser Eigenschaft, die er dann hat, das, was ich wollte, oder wollte ich, Achtung, nur mal was anderes machen? Mhm. Ne, natürlich, probiert aus. Ich finde Ausprobieren total super. Mhm. Aber das. Aber es läuft dann vielleicht manchmal auch darauf hinaus, dass es nicht funktioniert. Genau. Also wie mit meinem Käsecracker da, der hätte dann nicht dieselbe Funktion, wie er eben geriebener Parmesan auf der Pasta hätte. Also bei so dünnen Spänen könnte ich mir das noch vorstellen, wenn die Nudeln schön heiß sind, dann schmilzt das ja auch. Aber eben so ein Chip hat dann eben einen anderen Zweck. Worauf ich eben noch hinaus wollte bei meiner Provokation mit der Balsamico-Reduktion, das habe ich auch bei Sven Menke gelernt aus dem Kulinarikast. Der Rand gehört dem Gast. Ne? Ja. Also wenn du da jetzt ein Muster drauf malst mit irgendeiner Soße oder so, erstmal ist das schwierig zu essen, weil man gerade im Restaurant möchte man ja dann nicht irgendwie dippen am Rand und vielleicht mit die Gefahr laufen, dass man dann mit dem Fleisch oder der Kartoffel auf den Tisch krümelt. Dann ist es für den Service schwer, wenn er jetzt nicht Tabletts hat, das irgendwie unfallfrei auf den Tisch zu bringen, weil der fasst zumindest vorsichtig auch ein bisschen am Rand an. Der greift dann natürlich, wenn es richtig macht, nicht da richtig drauf, aber trotzdem zum Servieren ist es eigentlich wichtig, dass der Teller irgendwie zu greifen ist. Und darum tut man da wenigstens weder irgendwelche Kräuter noch irgendwelche Früchte noch irgendwelche Soßen drauf, auch wenn es vielleicht schön wäre. Ne? Dann nimmt man lieber einen größeren Teller, richtet in der Mitte dann das Gericht an und dann in der Peripherie außen am Rand kann man dann sich noch dekorativ austoben. Ne? Ein Teller ist wie ein Rahmen. Und ein Bild. Das Essen ist das Bild und der Teller ist der Rahmen. Und wenn man sich mal so Bilder anguckt, dann ist das ganz oft so, dass das sehr, ja, edel kann man vielleicht dabei Kunst nicht sagen. Ein Bild, was ich in einen Rahmen packe, was den Rahmen komplett ausfüllt, hat eine ganz andere Wirkung als ein Bild, was ich in einen Rahmen mit, ich glaube, Passepartout heißt diese Pappverkleidung, die du dann davor hast. Das wirkt ganz, ganz anders. Und es ist nicht so, dass ich dann sage, ja, ist man in anderen, in kleineren Rahmen gepackt. Nee, diese weiße Fläche drumherum, die hat ein, oder bei Bildern kann ich ja auch was anderes als weiß nehmen. Bei Tellern übrigens auch, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über Tellerfarben. Das hat halt eine ganz, ganz andere Wirkung. Ja? Mhm. Und je mehr Gänge ich mache,
desto kleiner werden die Portionen. Aber ich werde den Teufel tun, ganz kleine Teller zu nehmen. Du kannst ja auch von einem zu kleinen Teller gar nicht essen. Ja. Eine meiner Lieblingstellersorten ist halt ein großer, tiefer Teller, der, ich habe jetzt gerade gar kein Maßband hier, was sind das? 30 Zentimeter? Penisgröße. Oh Gott. Männer können einfach keine Größen schätzen. Ne? Naja, ganz normale Esstellergröße. Aber der Witz bei dem Teller, oder was heißt der Witz? Das Schöne bei diesem Teller ist, der Rand ist jetzt nicht einfach flach und plan, sondern der war so leicht geriffelt, also als wie so ein bisschen wie eine Schallplatte. Ja, ja, aber mit größeren Riffeln dann. Genau. Mhm. Und innen drinne, das sind jetzt vielleicht so sieben Zentimeter wahrscheinlich eher, war dann die eigentliche Vertiefung, wo du das Essen drinne. Aha, okay. Und das ist so geil, wenn du dann zum Beispiel ein bisschen Spargel, einen weißen, einen grünen, ein paar rote Tomatenwürfelchen, also wirklich nur so ein paar, eine helle Soße und dann darauf zum Beispiel eine gebratene Jakobsmuschel und noch so ein Sträußchen Kerbel vielleicht. Hey, optisch, das sieht so toll aus. Ja. Und der Rand, so, naja, nichtssagend ist das ja gar nicht. Aber der spielt. Nee, das ist genau der Kontrast, was du eben meintest, dass man unterschiedliche Farben von Gemüse serviert. In der Gastronomie steckt ja gerade in dieser feinen Küche unheimlich viel Aufwand in den einzelnen Komponenten. Ne? Du kannst natürlich einen Braten in den Ofen schmeißen, Kartoffeln kochen und Gemüse, aber in der hohen Gastronomie wird ja selbst für eine Soße ist ja schon ein Koch zuständig und für das Fleisch. Und wenn du dann eine kleine Portion in einem mehrgängigen Menü machst, dann willst du das natürlich nicht auf so ein Untertellerchen servieren, sondern das spiegelt ja auch den Aufwand und den Wert und die Qualität sozusagen wieder, indem du halt so einen großen Rahmen da drum setzt. Ja, also wirklich Rahmen ist da, das ist ein total toller Effekt. Und um jetzt nochmal auf das möglichst gute Kochen zurückzukommen, wenn du so wenig Nahrung dann serviert bekommst, portionstechnisch, da muss sie natürlich Hammer sein. Genau. Ja. Nichts gegen, also das ist keine Bewertung oder Abwertung von einfacher Hausmannskost, überhaupt nicht. Aber Hausmannskost, die packst du halt auf den Teller und das, da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz drauf. Du betreibst einfach wesentlich weniger Aufwand dafür. Genau. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch der Teller passen, muss von der Größe passen, muss von der Form her passen, was du am Anfang sagst, so fangen wir mal mit einem einfachen Braten an. Nichtsdestotrotz sollten das auch schöne Farben sein, also ein Rotkohl zum Schweinebraten ist halt toll, wenn der glänzt. Das macht gleich viel, viel mehr Appetit. Natürlich kann ich auch einen Rotkohl aus dem Glas nehmen, aber wenn ich dann dafür sorge, durch ein bisschen Schmalz, dass der halt glänzt, die Soße ein bisschen abbinde, ist das ein gleich viel, viel höherwertiges Erlebnis. Das jetzt erstmal nur so zu dem Rahmen bei den Tellern. Wie sind wir denn? Ach genau, du sagtest nämlich, der Rahmen gehört dem Der Rand gehört zum Gast, ja. Genau. Ja, tragen, ganz, ganz klarer Punkt. Packt er dann auf die Teerschlotze, kriegt er im Zweifelsfall den Fingerabdruck nicht mehr weg. Es muss neu angerichtet werden. Wobei Teerschlotze ist immer eine schlechte Idee. Also ist wirklich, ich dachte, dass du mehr drauf einsteigst, weil du, glaube ich, in irgendeiner Sendung schon mal voll drauf abgegangen bist. Ich wollte nicht mehr so rumraten, aber wir hatten das ja eben. Das, was ich als Garnitur auf den Teller packe, muss kulinarisch zum Essen passen. Mhm. Also Pfefferrand an Spargel. Teerschlotze passt zu nix. Warum? Weil Teerschlotze, also wie du eben sagtest, wie du eben so poetisch sogar noch sagtest, reduziert, Balsamico-Reduktion. Also ja, ich meine, es gibt eine Balsamico-Reduktion und es gibt dieses Produkt aus Essig und Zucker, was da zusammengekocht wird und später als Äquivalent verkauft wurde. Ganz ehrlich, Balsamico-Reduktion ist immer Balsamico angedickt mit Zucker. Mhm. Also richtiger Aceto-Balsamico-Essig ist nicht über ein Schnitzel gekippt, was du für 12 Euro kriegst. Ja. Weil der. Da kostet allein die Flasche mit dem Essig schon das Doppelte. Ja, und dann ist es eine 0,2-Flasche. Ne? Ja. Also, das wirklich
wenn ihr sowas bekommt, sagt, bitte nochmal machen, ich möchte diesen Kram da nicht drauf haben. Einfach, weil das Zeug so geschmacksintensiv ist, dass das alles überdeckt. Mhm. Wer jetzt natürlich auf süß-sauer steht, der kann sich das gerne auch extra bestellen. Ist jetzt natürlich A für Diabetiker schlecht und wahrscheinlich auch für die Zähne, weil du hast halt einen Essig, den du einkochst und die Säure dann mit dem Zucker konterkarierst. Das sind beides Sachen, Zähne stehen da nicht so drauf, Geschmacksnerven, wie gesagt. Genau, der Essig macht die Zähne nachher schön weich und der Zucker sorgt dafür, dass die Bakterien richtig schön viel Säure nochmal nachpacken. Also wirklich eine schlechte Idee. Was man natürlich sagen muss, ist, es ist ein super schöner Kontrast. Aber das kannst du zum Beispiel mit einer reduzierten Jus auch machen. Mhm. Ja? Also eine wirklich toll gekochte Jus, die, wenn sie kalt wird, schneidbar ist, weil da so viel Gelatine drin ist, die du mehrmals passiert hast, vor allen Dingen auch durch ein Passiertuch. Das ist optisch wie als Balsamico-Reduktion. Du hast nämlich auch keine Schwebeteilchen mehr drin. Mhm. Das heißt also am Rand, wenn du sie dünn ausbreitest, wäre sie auch so ein bisschen durchsichtig. Sie wäre klar, also ja, ein bisschen durchsichtig, richtig klar nicht. Und da siehst du dann auch schon wieder, ist das eine richtig gut gekochte, in dem eben keine Schwebeteilchen mehr drin sind. Mhm. Du willst die, also wirklich nur noch die Flüssigkeit haben. Mhm. Es sieht halt schlecht aus, wenn sich dann irgendwo Schwebeteilchen bilden. Mhm. Also was heißt bilden? Die sind dann ja drinnen. Ja, Schwebeteilchen. Aber wenn so Bröckchen dann irgendwie drin schweben. Genau, das ist halt irgendwelche Fleischstücke, so ganz, ganz fein. Das ist im Grunde genommen, ist das so ein bisschen wie Kaffeesatz im Kaffee. Mhm. Ja, du möchtest das nicht, wenn du Stunden darauf verwandt hast, so eine Soße zu kochen, dann ist das halt ein Zeichen von Fusch, wenn das da halt noch drin ist. Mhm. Und das trübt das Gesamtbild, weil der Kontrast dadurch halt nicht mehr so schön ist. Das Esserlebnis ist dadurch nicht mehr so schön. Ja, du sagtest von Kräuter über Soße und sowas. So sind wir ja eigentlich jetzt in diesen Zweig gekommen. Genau. Würde ich gar nicht machen. Also erstmal, was ich ja vorhin schon gesagt habe, alles, was du auf den Teller packst, muss eigentlich nicht nur zum Essen passen, es muss dem Essen dienlich sein. Mhm. So ganz typisch ist ja, wenn du in der gut bürgerlichen Gastronomie bist, dass du Kartoffeln kriegst und da ist Petersilie drüber. Aber dann auch keine frische oft, doch, sondern doch, dieses Streu. Nee, okay. Das ist wirklich, in der Gastronomie ist es frisch. Aha. Zumal du frische auch schon fertig gekauft kriegst, deshalb ist gar keinen Sinn, da TK-Ware zu nehmen. Der Punkt dabei ist, was ist denn dann eine Petersilienkartoffel? Es ist so reaktionär, so, Kartoffel, schnell was drauf. Das muss halt nicht. Wichtiger wäre dann, dass du einfach mal mit einem Pinsel rübergehst, wo Butter dran ist. Mhm. Ja, es glänzt, es duftet auch mal. Also es riecht super gut, gerade zur Spargelzeit. Ich liebe das Aroma in der Küche, weil alles irgendwie nach Butter riecht und dann nach dem schönen Spargel ist toll. Gilt für Reis und Nudeln übrigens auch. Ne? Butter tut denen erstmal richtig gut. Auf jeden Fall. Und wenn du immer wahllos Kräuter irgendwie rüberschmeißt, dann also Petersilie passt ja nun zu den meisten Sachen. Mhm. Auch wieder ein gutes Beispiel ist, du kannst nicht ein x-beliebiges Kraut übers Essen schmeißen, weil es im Zweifelsfall echt ich komme gerade nicht auf das Wort. Nicht, dass es bereichert, also es verschlechtert es einfach. Mhm. Bestes Beispiel, du nimmst Spargel und schmeißt darüber Rosmarin. Wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Petersilie erlebt man natürlich oft bei Spargel, weil der eben weiß ist und wenig optische Reize bietet. Der sticht ja dann, besticht ja durch den Geschmack eher. Ja, aber dann kannst du da besser ein bisschen Kerbel nehmen. Kerbel, ja. Erstmal, Kerbel kannst du auch einfach ein, zwei Blättchen drauflegen. Das ist ein sehr feines Kraut. Mhm. Hat natürlich kaum Gastronom jetzt noch in der Küche frisch. So. Kriegst du auch nicht so schnell gekauft. Da musst du schon, also während Petersilie kriegst du ja fast überall. Und Kerbel musst du ein bisschen suchen, genau wie Koriander grün auch. Und Kerbel hat vor allen Dingen auch das Problem, ähnlich wie Dill, der wird halt schnell schlecht, sieht dann halt schnell scheiße aus. Und wenn du nicht wegschmeißen willst, ist es arbeitsaufwendig, den durchzusortieren. Aber dieses Reaktionäre, die überall immer Petersilie drauf zu schmeißen, ist halt,
der Spargel gewinnt zum Beispiel auch nicht durch die Petersilie, während Rosmarin wirklich ganz schlecht ist, weil diese harzigen Aromen einfach nicht zu dem milden Spargel passen. Habe ich also auch noch nicht erlebt, würde ich. Aber klar, wenn mir die Petersilie jetzt aus ist und da irgendwie noch ein sehr hartnäckiger Rosmarinstrauch steht, dann kommt vielleicht der eine oder andere drauf, dass das dann auch grün ist und dann passen könnte. Ich wollte nur den wirklich diesen Kontrast aufzeigen zwischen Kerbel passt super zum Spargel, das ist so wirklich typisches Spargelkraut und oder Estragon ist super. Mhm. Also Bernays ist ja eine Hollandaise mit Estragon und Kerbel und ein bisschen eine Braten. Ist typischerweise aber eher was für Steaks, aber das sind, also Kerbel, Estragon, das sind halt Aromen, die super auch zum Spargel passen, die super zu Eierspeisen passen. Mhm. Während Petersil finde ich zum Beispiel. Fisch zum Teil auch. Ja, also es gibt so zwei Gerichte. Eins habe ich schon gekocht, eins muss ich unbedingt noch kochen, bevor ich sterbe. Das erste ist eine Räucherforellen-Quiche mit Estragon drin. Mhm. Kann ich so eine ganze Quiche alleine essen, weil es so perfekt schmeckt. Klingt gut. Und das andere ist, wie heißt es, Hühnerfrikassee Royal. Mhm. Also Hühnerfrikassee Royal von der Maispoulade. Mhm. Dann mit Eierstich drin. Mhm. Also richtig schön, dass du diese luftige Eiermasse hast, die diese Soße auch noch mit aufsaugt. Und mit Flusskrebsschwänzen drin. Weil Flusskrebs, das ist alles so eine Aromenschiene von der, von natürlich mit Spargel, aber das ist selbstredend. Und Estragon. Das passt so perfekt zusammen, das will eigentlich in ein Gericht. Vielleicht lege ich zum Schluss auch noch eine Jakobsmuschel oben drauf. Schön gebraten, das ist perfekt. Sag Bescheid, wenn du das kochst. Okay, das machen wir. Wir machen das mal. Übrigens auch, wo du gerade bei Flusskrebsen bist, das Leipziger Allerlei, was man so als TK-Mischgemüse kennt, das ist ja ursprünglich auch ein sehr, sehr feines Gericht, wo auch Flusskrebse mit dabei sind. Ah, okay. Muss ich auch mal das Rezept raussuchen. Ist eigentlich auch mit Spargel und so. Und Spargel, ne? Erbsen, was ist denn? Karotte ist mit drin, ne? Aber eben viel, viel feiner in der Variation und dann eben auch noch als, ich weiß nicht, ob es dann auch als Beilage serviert ist oder ob das eigentlich ein eigenständiges Gericht war ursprünglich. Müsste ich mal recherchieren, aber das wollte ich auch nochmal in richtig schön und original kochen. Hey, ich bin dabei. Also das machen wir. Also nochmal, um auf den Punkt zu kommen, dass die Garnitur muss eigentlich das Gericht unterstützen, aber darf auf jeden Fall nicht stören. Noch eine Sache, die wir dabei vergessen haben, die ist rechtlich in Deutschland wichtig. Alles, was auf dem Teller ist, muss essbar sein. Ja. Da fällt mir eine Anekdote ein, die eine Bekannte von meinen Eltern mal erzählt hat. Die war in einem asiatischen Restaurant und da war so, wie man das kennt, geschnitzt, in dem Fall auch richtig schön ein Goldfisch aus einer Karotte geschnitzt. Und dann wollte die zum Schluss den essen und sieht kurz bevor sie sich den in den Mund steckt, dass die Augen so Stecknadelköpfe sind. Super horrormäßig. Sie hat es zum Glück noch rechtzeitig gemerkt, aber das hätte auch ganz schön nach hinten losgehen können. Ja, aber derbe. Also wirklich alles, was an Garnitur auf dem Teller ist, muss essbar sein. Natürlich kann ich in einem oder auch in der deutschen Gastronomie, so Bento-Boxen werden ja auch ab und zu mal gemacht, sind sehr nettes Barfood. Also eine Bento-Box ist, du nimmst halt so ein Bambus-Dämpfkörbchen und packst da Kleinigkeiten rein. Mhm. Die sind dann meist nicht gedämpft, sondern frittiert, einfach weil es einfach ist und jeder steht auf Frittiertes. Mhm. Da ist natürlich klar, dass wenn die Bento-Box auf einem Teller steht, dass du die Bento-Box nicht essen kannst. Sollte klar sein. Ja? Aber das ist ein super Beispiel. Du darfst nicht irgendwelche Sachen reinmachen, die nicht verzehrbar sind. Natürlich kannst du ein Gericht kochen und anrichten, wo die Garnitur nicht dafür gedacht ist, gegessen zu werden. Wie zum Beispiel der Fisch war auch nicht dafür gedacht, gegessen zu werden. Mhm. Aber ich muss es können. Ja, also ohne die Stecknadelköpfe alles super. Mhm. Aber mit, nein, geht leider gar nicht. Leider überhaupt nicht. Ja, wir haben über den Teller haben wir schon gesprochen. Du wolltest noch ein bisschen auf Tellerfarben eingehen? Genau. Es gibt so prinzipiell, würde ich sagen, fünf Arten von Tellern, Platten. Das erste ist erstmal ganz normal Porzellan, Keramik, was wir hier so haben, so weiße Teller, weißes Geschirr. Finde ich ehrlich gesagt, das ist unschlagbar. Ja. Ja, eine Leinwand ist weiß, alles, was du drauf machst, ist dann nachher die Farbe. Super, ein toller Kontrast. Mhm.
Ist wie bei Schwarz bei Kleidung, passt zu allem. Ja. Kann man immer verwenden. Genau. Dann gibt es natürlich noch dunkles Geschirr. Dunkles Geschirr finde ich immer sehr schwierig für Essen. Ist überhaupt nicht mein Ding. Wirklich überhaupt nicht. Das ist auch so ein bisschen der billige Versuch, edel zu wirken, finde ich. Das stimmt, ja. Also Ausnahme vielleicht, wenn man wirklich so Schieferplatten hat, aber die funktionieren dann halt auch nicht für alle Zwecke, sondern nur, wenn du dann zum Beispiel Sushi oder irgendein dekoratives, kleines, kleinteiliges Fingerfood hast, das könnte man darauf anrichten. Ist halt nicht universell einsetzbar und man muss sich dann immer fragen, wie voll man sich den Schrank zu Hause stellen will. Ja, also für zu Hause finde ich es total unnötig. Aber in der Gastronomie, was man machen könnte, sind halt Kleinigkeiten drauf anrichten oder für ein Buffet. Wenn ich Gastronom wäre, ich würde einen Teufel tun, mir Schieferplatten hinzustellen. Ja. Das ist so ein Trend, das ist für eine Zeit lang gut. Was das angeht, muss ich sagen, klassisch weiße Teller. Mhm. Bitte kein Muster, gar nichts. Vielleicht, nee, nicht vielleicht. Also eine schöne Form, ja. Ja. Aber dann idealerweise das ganze Geschirr aus einem Guss. Mhm. Ja, also aus einer Serie, nicht irgendwie zusammengewürfelt. Das wirkt immer sehr unprofessionell. Man wundert sich manchmal, wie unterschiedlich Weißtöne sein können. Oh, ne? Wenn ja. man das Porzellan sich so zusammenkauft, oh, ja. mir fällt das manchmal auf. Dann passt das von der Form her, aber das eine ist mehr ein bisschen cremefarben, das andere ist strahlend weiß und dann sticht sich das auch schon wieder ein bisschen. Ne? Ja, absolut. Ich habe, also ich glaube, ich habe gesagt, es gibt 5 Teller. Ich schreibe es mal auf. Also, okay. haben wir die weißen. Mhm. Danach können wir eigentlich schon aufhören, weil den Rest braucht ihr nicht. Dann haben wir natürlich die schwarzen. Es gibt ja wirklich dieses tiefschwarze Geschirr auch nochmal als Teller, jetzt abgesehen von der Schieferplatte. Mhm. Ich hatte mal von dem berühmten schwäbischen Möbelhaus so anthrazitfarbene, schwedisch. Ich habe mich irgendwann mal versprochen. Also anthrazitfarbene Teller, das war auch okay. Aber ich habe dann auch gemerkt, wenn ich dann irgendwie mal für Gäste was drauf angerichtet habe, das hebt manche Sachen auch ungünstig hervor. Also ja. weiß ich nicht, funktioniert nicht unbedingt. Also wir hatten die weißen Teller, wir hatten die schwarzen Teller, wir hatten Schiefer. Jetzt kommt auch noch so ein Hassding von mir und das ist Glas. Was bitte ist los mit Glastellern? Geht's noch? Ich will, also rein objektiv, mhm. ich versuche ja objektiver zu sein in letzter Zeit und sachlicher. Ich habe einen Tisch, ich habe eine Decke drauf und dann kommt ein Teller, den ich eigentlich nicht sehe und mein Essen schwebt irgendwie über der Decke und die Decke, weil du kriegst ja eigentlich auch keine klaren Glasteller. Meist sind das irgendwie Glasteller, die unten so ein Muster haben. Ich sag mal, ganz mhm. typisch ist diese alte Fischplatte. Ja, wo, stimmt. Wo der Glasteller auch geformt ist wie ein Fisch. Aha. Das ist jetzt nicht milchig weiß, aber du hast ja nicht mal den Vorteil, dass du darunter die Tischdecke sehen könntest. Ja. Ich finde, das weicht unnötig den Kontrast auf. Mhm. Und Glas ist halt auch schwierig, ordentlich sauber zu halten. Also ohne, dass irgendwie keine Flecken oder sowas dran sind, ohne, dass es milchig wird. Das passiert ja bei weißen Tellern halt nicht. Mhm, stimmt. Ja. Das Einzige, was ich überlege gerade, was ich zu Hause habe, das ist auch so ein ganz klassisches Ding, so Salatteller mit so einem Salatblattmuster. Also die sind dann auch ja. nicht transparent. Ne? Und für Salat weiß ich nicht. Also ich benutze die jetzt nicht oft, aber habe da jetzt auch noch nicht so richtig negative Effekte festgestellt. Benutzt du sie, weil du sie hast, oder würdest du sie dir nochmal anschaffen? Ich würde sie, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Gut. Nee. Na, genug dazu gesagt. Natürlich nichts gegen Gläser. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Cocktail habe, mhm. so einen Schrimps-Cocktail und so in einem Stielglas, mhm. das, ne? Es passt dazu. Oder wenn ich manche Desserts werden in so Schalen angerichtet, ne? In so. Ja, Schalendessert bin ich aber nicht für. Aber was wir sagten, zum Beispiel Weggläser. Mhm. Da hat es aber auch einen tieferen Sinn. Und zwar einfach, dass ich diese Schichten sehen kann. Mhm. Ne? Ansonsten kann ich wirklich nur sagen, kauft euch weißes Porzellangeschirr oder weißes Geschirr ohne mhm. Muster. Weil der Vorteil, wenn du kein Muster drauf hast, mhm. dann bist du nicht vorgegeben an irgendeine Art, wie du es anrichtest. Mhm. Ansonsten musst du immer dieses Muster mit einbeziehen. Mhm. Und noch aus anderen praktischen Gründen ist es halt so ein Muster,
verliert im Laufe der Zeit auch einfach an Farbe, ohne dass der Teller kaputt ist. Ja. Ja. Und jede Art von Muster unterliegt auch wieder irgendwelchen Moden. Das Richtig. Heißt, du erkennst, ob ein Teller aus den 80ern, 90ern kommt, also gerade so Gebrauchsgeschirr. Ja. Wenn du jetzt so richtig feines, altes Porzellan hast, dann mag das zeitlos sein oder eben wieder zu gewissen Zeiten wieder in Mode kommen. Aber bei weißem Porzellan stellt sich die Frage einfach nicht. Das ist zeitlos und dann musst du halt nicht alle 10 Jahre neues Porzellan kaufen. Ja, also es ist wirklich, du bist viel freier. Es stört nicht das Muster, die Farbe stört nicht, was da ist. Kann ich wirklich absolut nur empfehlen. Jetzt kommen wir noch zum Metall. Mhm. Metall aber auch nur deshalb, weil es halt Servierschalen gibt. Was heißt Servierschalen? Du hast halt beim Plattenservice zum Beispiel einfach manchmal Metallschalen. Beziehungsweise Metallplatten. Oder Saucieren aus Metall. Genau. Finde ich auch nicht wirklich gut. Das ist was für ein Party-Service ist das vielleicht was, weil es den Vorteil hat, dass es halt nicht so schnell kaputt geht durch Stöße, die es einfach beim Transport zum Beispiel erleidet. Hat in der Gastronomie eigentlich nichts zu suchen. Und ich finde zu Hause, warum sollte ich zu Hause ein Metallservier? Also eine schöne Platte für einen kalten Aufschnitt. Okay, das kann ich machen, einfach weil ich dann nicht so viele schwere Teller und Platten habe und die halt auch einfach in der Handhabung sind. Oder zum Beispiel auch für Kuchen gibt es ja auch Metallservierplatten. Ja, kann man machen, aber heißes Essen und so finde ich, nö, lieber wirklich weiße Keramik, die ich dann auch im Alltag benutzen kann. Mhm. Von so einer Metallplatte isst im Alltag ja auch gar nicht. Also Metall kenne ich dann noch als Platzteller, also nicht als Teller, auf dem serviert wird. Sondern auf dem der Teller serviert wird. Genau, den du halt hinstellst, bevor überhaupt Essen da ist, einfach um den Sitzplatz komponieren zu können. Ja. Genau, das ginge vielleicht auch noch. Das ist dann aber auch schon wieder ein ja, wie der Rand vom Teller, ne? Das ist eine Aufwertung des Ganzen, was da drumrum kommt. Du isst ja nicht direkt davon. Genau. Es wird dann halt wirklich darauf nicht angerichtet, sondern serviert. Ja. Das ist noch eine Sache, die kann man, macht man aber zu Hause auch nicht. Nee, klar. Also, nur wenn man richtig feine Diners zelebriert, dann geht das vielleicht. Na, wenn man da Bock drauf hat, das besonders fein herzurichten oder vielleicht auch Angst um seine Tischdecke hat. Ja. Also ein Platzteller schützt ja auch vor dem einen oder anderen Soßenspritzer. Genau. Eine Sache hat man noch gar nicht, was das Anrichten angeht. Sauber anrichten. Sauber anrichten ist wirklich das absolute A und O. Mhm. Nichts ist schlimmer als schlampig angerichtet. Mhm. Also angenommen, ich habe meine drei Bestandteile Essen, also Beilage, Gemüse und Fleisch. Mhm. Ich lege das einfach sauber auf den Teller. Dann sieht das meist schon nicht schlecht aus. Ja. Angenommen, ich lege das auf den Teller und habe auf dem Teller rumgespritzt. Randvoll gekleckert. Es sieht halt immer doof aus. Ja. Es ist oder ich lege das Gemüse drauf, denke, ach nee, das muss in die andere Ecke, auf die andere Seite, dann sind da irgendwelche Erbsen noch übrig von der Verlagerung. Genau. Wenn, was du gerade sagst, so von der Verlagerung irgendwas übrig. Wenn du dein Essen angerichtet hast und es sieht nicht gut aus, wurschtel nicht dran rum, richte es auf einem neuen Teller an. Mhm. Gerade in der Gastronomie, es macht keinen Sinn. Die Dreckschlieren, das kriegst du halt nicht so weg, dass der Gast es nachher nicht sieht. Wir haben, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, dass es wichtig ist, auf temperierten Sachen anzurichten. Mhm. Temperiert deshalb, weil du halt nicht immer nur auf heißen Tellern anrichten willst. Bestes Beispiel Dessert. Willst du nicht auf heißen Tellern anrichten? Habe ich oft beim Asia-Buffet das Problem, die Teller, die da stehen, sind heiß, weil sie gerade aus der Spülmaschine kommen. Ich mache mir Dessert drauf, es schmilzt. Mhm. Ich stehe halt auf Asia-Buffet, muss ich dazu sagen. aber auch wenn ich jetzt zu Hause irgendwas anrichte, aber genauso in der Gastronomie. In der Gastronomie ist das natürlich nochmal ein viel, viel größeres Thema. Wir fangen vielleicht nochmal in der Gastronomie an. Also ich habe einen Teller, der ist meist schon in einem Wärmeschrank. Das heißt, der ist vorgewärmt, wenn ich ihn unter die Brücke stelle. Die Brücke ist, ich habe quasi meine Ausgabe, meine Arbeitsfläche, wo ich das Essen anrichte und darüber ist eine Wärmelampe. Meist wirklich so eine Brücke, die von oben noch ein bisschen drauf steht. Das ist wie so ein Regal oft, ne? Dass da so ein Metallregal, das auf dem Tisch draufsteht und darunter sind quasi die Wärmelampen. Genau, montiert. Aber du kommst von beiden Seiten ran. Es ist keine Rückwand da, weil auf der einen Seite richten die Köche an, auf der anderen Seite kommen die Kellner und nehmen es weg.
Mhm. Ganz wichtig. Ist doch das Gleiche wie, man hört manchmal auch das Wort Pass, ne? Ja, genau, das ist der Pass. Durchpassiert sozusagen, also das durchgereicht. Genau, das ist der Pass. Mhm. Genau das ist das. Dadurch, dass der Teller warm ist, kommt das Essen warm beim Gast an. Klar, selbstredend. Aber dadurch, dass der Teller warm ist, habe ich auch mehr Zeit anzurichten. Mhm. Es ist nämlich echt kritisch, wenn ich Soße auf einen kalten Teller anrichte. Die kann gar nicht warm ankommen. Mhm. Ja? Ich muss mir mal angewöhnen, mein Handy wieder auf Flugmodus zu stellen, aber so ist das halt nach der Pause. Und wenn die Teller nicht warm sind, dann hast du einfach auch noch mehr Stress beim Anrichten. Das heißt, du kannst gar nicht so konzentriert, so schön sauber anrichten. Sind natürlich jetzt wieder eher so Gastronomieprobleme, aber dieses Warmhalten ist echt schon ein Ding. Naja, aber auch wenn du zu Hause mehr als zwei oder drei Leute bewirtest, ne, dann kannst du auch nicht alles, dann hast du ja in der Regel auch keinen Kellner, der den Leuten das schon mal an den Tisch bringt, sondern du bereitest das für 6, 8 Leute vor. Da soll's dann ja auch nicht, also die Soße, wenn sie halt flächig auf dem Teller verteilt ist, kühlt halt aus, sobald sie da landet. Ne? Nur der Aufwand, den du halt in der Gastronomie betreibst, ist halt wesentlich höher. Was du halt zu Hause machen kannst, ist, gerade wenn du viele warme Teller brauchst, bietet es sich an, einfach eine große Schüssel zu nehmen, heißes Wasser reinzutun und die Teller da reinzutun. Mhm. Der Vorteil ist, wenn du einfach nur klares Wasser nimmst, dann stellst du sie halt schräg hin und dann trocknen die in der Zeit von alleine. Mhm. Du musst also gar nicht wirklich nachpolieren oder so und die Teller sind trotzdem immer noch warm. Mhm. Im Zweifel putzt du halt einmal mit einem sauberen Küchenhandtuch drüber. Mhm. Weil es halt warm ist, lässt es sich auch super schnell abtrocknen. Oder wenn der Backofen nicht in Gebrauch ist und in kleinster Stufe reinstellen. Ja, das geht auch meist. Was ich mal gesehen habe bei einem Freund, es war glaube ich auch nur 2, 3 Teller, der hat die auf den Toaster gestellt. Okay. Also einfach aufs Brötchenrost oben drauf und runtergedrückt. Weiß nicht, ob das letzten Endes was gebracht hat, aber ich fand die Idee schön. Ja, meist ist der Ofen aber halt für irgendwas anderes in Benutzung, ne? Weil wenn du jetzt auch nicht mehr im Ofen zubereitest, dann hältst du vielleicht noch Essen warm. Mhm. Und dann ist eine schlechte Idee, Teller reinzustellen, einfach weil in dem Ofen Feuchtigkeit ist. Mhm. Dann holst du es raus und es ist halt jetzt nicht einfach warmes, klares Wasser, was da dran ist. Sondern aromatisierter Dampf. Ja, vielleicht sind auch einfach ein paar Fettspritzer noch mit dran. Ja. Das heißt, du hast dann wieder mehr Aufwand, die wieder sauber zu kriegen. Also Ofen, klar geht, wird sich wahrscheinlich aber in den meisten Fällen erledigen. Was aber auch noch eine schöne Sache ist, die ist dann natürlich auch schon wieder so ein bisschen rustikal. Wir haben das in Berlin gehabt, als wir bei den Stockmanns waren und gekocht haben. Da gab es nämlich Wurzelgemüse, richtig tolle Sorten. Schwarzwurzeln oder? Nee, Möhren in aller möglicher Couleur. Aha. Petersilienwurzel gab es da noch mit bei. Aha. Und das haben wir gekocht und haben das dann in der Pfanne mit Butter gebraten und haben das dann auf eine große Platte gepackt. Also wirklich eine große Platte. Und die Platte habe ich auf einen Topf gepackt, in dem ich vorher das Gemüse gekocht habe. Das heißt, von unten kam immer der Wasserdampf heiß an und hielt das Ganze warm. Und dann habe ich die Steaks Steaks waren es aus dem Ofen geholt. Und weil nicht jeder ein großes Steak kriegte, sondern du von allem irgendwie probieren wolltest, habe ich die Steaks halt aufgeschnitten und dann auch aufs Gemüse gelegt. Mhm. Und dann diese ganze Platte mit dem Topf drunter in die Mitte vom Tisch, konnte sich jeder nehmen. Der Teller blieb die ganze Zeit warm, es wurde halt nicht kalt. Das war, ist ein bisschen rustikal, aber hat halt. Aber im Prinzip von der Wirkung wie so eine wie heißen die, Bain-Marie? Nee, ein Bain-Marie, also im Grunde genommen so ein bisschen wie eine Heißhalteplatte. Ein Bain-Marie ist ja so, dass du einen Behälter reintust, der dadurch, dass er halt nicht flach ist, eine viel größere Oberfläche hat und die ganze Zeit Hitze von unten bekommt. Mhm. Ja, vielleicht ist so eine Mischung drauf. Klar, durch den Wasserdampf legt es sich natürlich direkt an den Teller, während bei einer Heißhalteplatte du nur die Abstrahlhitze hast. Mhm. Ja, doch. Aber halt, wie gesagt, in rustikal, aber das kann man halt machen, wenn man mit Freunden da sitzt und Spaß beim Essen haben will, ist das echt eine Lösung, um das hinzukriegen. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas ganz Wichtiges. Besteck haben wir noch gar nicht erwähnt. Oder nur am Anfang ein bisschen. Ja, hat mit dem Anrichten des Essens an und für sich nichts zu tun.
Ich esse zum Beispiel auch Fisch mit normalem Besteck. Mhm. Ja, und man kann das mit Fischbesteck essen. In der Gastronomie wird es auch eingedeckt, aber ich, also mir wäre es ehrlich gesagt egal. Mhm. Ich kann das auch mit Messer und Gabel zupfen. Also ich brauche da nicht das Fisch. Ich finde Fischbesteck irgendwie verstörend. Okay, ich habe ein Fischbesteck, aber nur, weil ich es irgendwann mal gekauft habe, weil es im Angebot war. Auch welches liegen, aber wir benutzen es. Also es ist bei mir eher umgekehrt, dass ich dann das Fischbesteck. Nee, dafür sind die Messer nicht scharf genug. Aber so die Gabeln zum Beispiel, die ja nun wirklich sich kaum von anderen Gabeln unterscheiden, nehme ich mal, wenn mir die anderen Gabeln gerade ausgegangen sind, weil die alle in der Spülmaschine sind. Ja. Vielleicht machen wir über Besteck mal noch eine eigene Folge, weil es gibt ja schon ein spezielles Besteck und wofür man es benutzt. Das ist natürlich spannend. Ja, schreibt in die Kommentare oder auf Twitter, wenn euch das Thema Besteck interessiert. Genau. Wir hatten vorhin noch eine Sache, da, ziemlich am Anfang, bin ich gar nicht so weit drauf eingegangen, ist aber auch wichtig, und zwar ungerade Zahlen. Also wenn ich was aufschneide, du sagtest zum Beispiel Entenbrust oder so, habe ich im Gespräch. Solche Stücke Fleisch immer aufschneiden. Warum? Mhm. A, ist es wichtig, um gucken zu können, ist das wirklich gut gegart? Mhm. Und B, so eine ganze Entenbrust lässt sich verdammt scheiße auf dem Teller schneiden. Ja. Ja. Du saust zwangsläufig rum, egal was für Messer du dem Gast dahin legst, vergiss es. Mhm. Du willst es aufschneiden, es ist viel leichter für den zu essen. Es ist optisch ganz was anderes, als wenn du, ich sag mal, so einen braunen Brocken da liegen hast. Mhm. Als wenn du dieses große Stück Fleisch schön auf Tranchen, die man idealerweise auch immer schräg schneidet, nicht gerade runter. Übrigens, Baguette, also wenn ich mal einen gemeinnützigen Verein gründe, dann den gemeinnützigen Verein zur richtigen Aufschneidweise von Baguette. Mhm. Wie schneidet man Baguette richtig auf? Nicht gerade runter. Man schneidet es schräg. Warum ist dem so? Beiß mal eine Scheibe Baguette, wo die Kruste gerade ist vom Aufschneiden. Ja, du hast sie immer am... Und hast du was am Zahnfleisch. Immer, immer. Und wenn du sie schräg aufschneidest, dann beißt du halt nicht wie auf so eine Kante drauf, sondern es legt sich so leicht hin, du kannst es durchbeißen und die Scheibe wirkt auch viel, viel größer. Eben. Ein richtiges Baguette ist ja relativ schmal und so eine Scheibe wird dann sehr klein, wenn du sie gerade runterschneidest. Ja, ich kann mir schon die Kommentare vorstellen, Baguette schneidet man quer auf und legt einfach möglichst viel Pastrami zwischen mit ein bisschen einer schönen Mayonnaise und ein bisschen Salat. Okay, kann man machen. Als Amuse-Bouche ein bisschen schwierig. Wobei, geiles Restaurant, also da will ich auch hingehen. Vielleicht machen wir das irgendwann auf, Sven. Das Pastrami. Das geile Restaurant. Und wir nennen es genauso. Das geile Restaurant. Obwohl, dann kommen vielleicht Leute, die wir nicht da haben wollen, weil sie was anderes erwarten. Ach, ich glaube, wir sprechen da offen nochmal drüber. Wo wir eben beim Heiß anrichten waren, was ist noch wichtig? Wichtig ist natürlich, dass du möglichst hoch anrichtest. Das heißt, nicht Gefängnisfraß, alle Zutaten möglichst breit auseinander und so, dass man sehen kann, dass da keine Pfeile zwischen ist, sondern du möchtest da drin einen Schlüsselbund verstecken können. Warum ist dem so? Einfach, weil es nach viel mehr aussieht, wenn du es hoch anrichtest. Mhm. Nächster Punkt ist, es hält die Wärme auch einfach viel, viel besser. Mhm. Ja? Darum hat man diese ganzen Förmchen, ne? Also so diese viereckigen oder runden Förmchen, wo man dann zum Beispiel cremige oder etwas festere Sachen drin einschichten kann. Ja, was wir zum Beispiel vorhin auch schon hatten, war das Kartoffelgratin. Du kannst das Kartoffelgratin natürlich einfach schneiden auf Quadrate. Mhm. Aber das sieht auch nicht so schön aus, als wenn du eine runde Form hast. Ganz praktisch ist es natürlich auch noch so, wenn du ein Quadrat hast oder ein Rechteck, die Spitzen haben wesentlich weniger Material, kühlen schneller aus. Bei einem Kreis ist es überall gleich. Das wird jetzt nicht der Hauptpunkt sein, warum man das macht, aber kann man auch mitbedenken. Und du kannst auch Dreiecke ausstechen. Mhm. Du kannst halt mit den Symmetrien arbeiten. Ja. Das ist natürlich praktisch viel, viel einfacher, wenn du eine Form hast, mit der du es ausstechen kannst, als wenn du es alles per Hand schneiden musst oder irgendwie mit Spachteln da ranklatschen müsstest. Außerdem kannst du mit Formen Schichten machen. Ne? Genau. Und weil davon abgesehen, wenn es dann doch irgendwas sein sollte, wo ein bisschen Soße dran ist, dann läuft es einem nicht so beim Einschichten auf den Teller sofort. Genau. Das hält dann so ein bisschen zurück und wenn du es dann wegziehst und die Soße ein bisschen runterläuft, dann sollte es idealerweise so geplant sein und schmiert dann halt nicht überall rum. Man kann das ein bisschen mehr steuern, was man tut. Ne? Genau. Eine Sache, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ist,
wie serviert man denn Essen so prinzipiell? Also, was wir schon mal kurz am Anfang hatten, waren halt Plattenessen oder Telleressen. Es gibt natürlich auch so Mischformen. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich großer Freund von Mischformen. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel ein Steak. Es gibt ja auch diese Unsitte, Steaks aufzuschneiden. Ne? Mhm. Am besten so in der Hälfte und dann die eine Hälfte umdrehen, dass man den rosanen Kern sieht. Mhm. Nein, lass es. Ein Steak gehört einfach zusammen. Genau, das macht man nicht. Wo man das machen kann, ist zum Beispiel beim Grillen, indem du ein großes Steak nimmst, das grillst, aufschneidest, dass jeder davon Stücke kriegt und du in der Zeit das nächste machst. Ja, ein T-Bone-Steak würde ich jetzt nicht so auf den Teller legen. Tomahawk ist auch schwierig. Ja, eben. Da brauchst du schon einen sehr langen Teller. Genau. Vor allen Dingen brauchst du auch einen extrem großen Grill, um für alle Gäste gleichzeitig einen Tomahawk-Steak zu machen. Stimmt. Und das geht natürlich ins Geld und du kannst gar nicht so eine breite Auswahl anbieten, was du vielleicht einfach machen möchtest. Was ich mit Mischformen meine, ist, dass ich den Hauptteil der Speise, bleiben wir einfach mal beim Steak, auf den Teller anrichte, einen schönen Schwung Soße drumrum oder vielleicht auch einen Spiegel. Also ein Spiegel ist wirklich, ich gebe eine Flüssigkeit auf den Teller, lasse sie auseinanderlaufen oder ziehe sie auseinander, dass ich aber eine komplette Fläche habe. Und da in die Mitte setze ich dann zum Beispiel das Steak. Dann kann ich vielleicht noch ein Gemüse mit beipacken, sagen wir mal ein Bohnenbündchen. Ja, und das war's. Und das restliche Essen reiche ich extra. Natürlich gibt's dann auch noch mal Bohnenbündchen. Natürlich gibt's dann auch noch eine ganze Schüssel von Soße. Ja, der Deutsche möchte am liebsten einen ganzen Liter Soße zu sein essen. Man sollte jeden Tag ein Glas Soße trinken. Auf jeden Fall. Ey, die Deutschen sind halt nicht Haxenesser, die sind Soßentrinker. Ganz im Ernst, Soße ist das Ding. Aber du willst halt nicht viel Soße auf dem Teller, weil dann saust du beim Essen rum, es sieht nicht schön aus, es ist schwer zu transportieren. Reiß hier extra, sie bleibt auch länger heiß. Ist sehr, sehr geil. Aber du willst jetzt nicht unbedingt ein ganzes Essen auf dem Teller zwängen müssen. Ja, angenommen, du möchtest eine schöne Bratensoße auf dem Teller anrichten und dann gibt's Kroketten dazu. Ja, ist halt doof, weil die Krokette weicht im Zweifelsfall halt durch. Es ist genauso beim Schnitzel mit Soße. Oder wenn du einen Salat dazu reichst, das nimmst du auch ein Schälchen oder einen Teller dazu, weil das Dressing sich sonst mit allem vermischt und dann hast du halt im schlimmsten Fall irgendwo an den Kroketten saures Dressing dran oder so. Und vor allen Dingen, du hast halt A, das heiße Essen auf möglichst warmen Teller und dann B, den kalten Salat. Ja, dann wird entweder der Salat warm oder das andere kalt. Ja, also passt nicht zusammen. Ich weiß nicht, welcher Film es war, aber ich habe diese Szene noch im Kopf, die ich finde die total geil. Es war in einem Nonnenkloster. Und das eine Mädchen wollte nicht essen und die Oberschwester sagte, jetzt setz dich hin, dein Essen wird kalt. Ja, aber es ist doch ein kaltes Essen. Ja, dann wird's halt warm. also das ist total geil. Ich habe keine Ahnung, welchen Film das war. Wenn das jemand weiß, bitte schreibt's doch. Aber das fand ich so super. funktioniert halt schlecht. Ne? Dann hast du warmen Salat da drauf, das willst du nicht. Der Salat fällt in sich zusammen, verliert die Farbe, verliert die Form, ist nicht schön. Also in seltenen Ausnahmen, wenn der Salat das Hauptgericht ist und man jetzt irgendwie ein warmes Stück aufgeschnittene Hähnchenbrust oder was auch immer drauf liegt, dann kann es halt funktionieren, dann muss man es aber halt sofort servieren. Ne? Also warmen Salat, das ist dann sowas wie ein warmer Kartoffelsalat. Aber Blattsalate machst du nie. Klar, du kannst auch mit einem Salatkopf, mache ich auch manchmal, dass ich den durch die Pfanne ziehe. Ja, und dann als Füllmaterial für irgendein Essen stehe ich total drauf. Gerade Hühnchenstreifen, aber das ist dann wirklich so, der lässt Feuchtigkeit, der fällt zusammen. Das ist eher ein Alltagsessen, als dass du das irgendwem optisch schön darbieten kannst. Ne? Ja, die Temperatur hatten wir. Catch Me If You Can. Den Film, kennst du den? Ja. Das fand ich auch ganz interessant, weil ich habe das noch nirgendwo überlegt. Dann sagte der Vater nämlich zu ihm, als sie sich im Restaurant treffen, die Gabel ist kalt. Papa, die ist nicht kalt, das ist eine gekühlte Salatgabel. Und dann denkst du, okay, ist das, also ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie mal so ein Ding war, aber ich finde es schon strange. Ja. Ne? Wenn da irgendwer mal Erfahrungen gemacht hat, bitte auch gerne in die Kommentare. Ja.
Genau, Mischform hatten wir. Wir hatten natürlich den Plattenservice. Das heißt, du kriegst alles auf Platten oder in Terrinen, gerade Suppe und so. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie über man Suppe anrichtet, können wir auch gerne. Du hast im Grunde genommen zwei Sorten von Suppen. Das eine sind Brühen, das andere sind gebundene Suppen. Ja, ob das jetzt eine dunkle Suppe ist, wie eine Ochsenschwanzsuppe oder eine Spargelcremesuppe. Natürlich hast du kochtechnisch, hast du Cremesuppen, hast du legierte Suppen, bla bla bla. Mhm. Für das Anrichten ist es nicht wirklich wichtig. Mhm. Ja, bis auf legierte Suppen. Okay, legierte Suppen sind beim Anrichten doch nochmal ein Sonderfall. Wenn ich jetzt nämlich eine Suppe anrichte, ich kann die im Teller, in der Tasse oder in der Terrine anrichten. Und die Suppe steht zu lange am Pass. Dann muss ich sie, kann ich sie einfach nochmal zurückschütten und nochmal warm machen. Das funktioniert bei allen Suppen. Bis auf bei legierten Suppen. Weil in legierten Suppen ist nachher nochmal Eigelb und Sahne mit drin. Das ist eine sogenannte Samtsuppe. Die wird durch die Komponenten, durch das Fett wird die besonders samtig. Die kann ich halt nicht nochmal aufkochen. Weil dann hat man Rührei. Richtig. Ja, dann hast du wirklich diese Flöckchen so mit drin. Und das ist halt wieder schlecht. Produktionsfehler, ne, einfach Produktionsfehler. Ansonsten kannst du die natürlich einfach nochmal warm machen. Das Schöne ist, Suppen kannst du natürlich auch gut heiß halten. Wenn du eine Gesellschaft hast und die verzögert sich so, weil der Gastgeber eine Rede hält, die war abgesprochen, dann steht noch Gast A und Gast B aufhalten auch nochmal eine Rede, dann kannst du schlecht hingehen in der Gastronomie sagen, setzen, jetzt gibt's erst Essen. Ich meine, ich könnte mir das als Geschäftsmodell auch vorstellen, die ruppige Küche, ja, wo du erstmal beschimpft wirst, wenn du reinkommst, ey du Arsch, geh, oder so, und Leute dafür Geld zahlen, mag sein. Ja. Und da ist natürlich der Vorteil bei einer Suppe, die kannst du erstmal warm halten. Das ist dann auch immer so die Ruhe vorm Sturm, wenn es damit dann erstmal losgeht, dann bricht in der Küche wirklich so alles los. Und Ruhe vom Sturm hört sich jetzt so an, als ob alles entspannt wäre. Nein. Es ist dieses so, du starrst auf die Ampel, wann wird sie grün, wann wird sie grün? Wir müssen langsam, weil mein Braten oder meine Steaks oder was weiß, irgendwas leidet in der Küche, je länger es dauert. Ja. Und wenn das dann erstmal los ist, so ein bisschen wie der Vulkan, dann bricht es aus und dann ist der Druck runter und dann ist Action und dann geht's los. Aber ganz einfach gesagt, eine Brühe, da kannst du nicht viel mitmachen. Die kippst du oder gießt du in das Behältnis und das war's. Was du natürlich gut machen kannst für Gesellschaften, ist, dass du die Einlage vorher in die Tassen tust. Wollte ich gerade fragen, ne? Damit jeder auch ein Stückchen Blumenkohl kriegt und jeder ein Stückchen Fleisch vielleicht drin hat. Ne? Zwei Klößchen, was weiß ich, dass es halt gleichmäßig aussieht. Ansonsten ist das... Ja, du kannst es halt nicht machen, dass du es gleichmäßig verteilst mit der Kelle. Ne? Und anschließend hast du einfach, und vor allen Dingen, die Brühe leidet nicht, wenn ich sie jetzt, sag ich mal, ein bisschen länger warm halte. Aber wenn du Nudeln drin hast, die sind dann irgendwann matschig. Ist halt kacke dann. Ne? Und die Sachen, die ich in so eine Brühe tue, die sind ja fein genug, dass die warm werden, wenn ich einfach heiße Brühe drauf mache. Ich packe sie ja auch nicht kühlschrankkalt rein. Zimmerwarm. Das ist super. Dann habe ich natürlich noch die gebundenen Suppen, vor allen Dingen die Cremesuppen. Was mache ich mit einer Cremesuppe? Die halte ich warm und wenn es losgeht, gieße ich die in die Behälter. Lass aber ein bisschen Luft. Da kommt dann nämlich nochmal eine Kelle aufgeschäumte Suppe rein. Einfach, um das optisch schön darzustellen. Aufgeschäumte Suppen sind halt auch ist haptisch und geschmacklich ein anderes Erlebnis. Also kannst du einfach mal machen, so einen Löffel Suppe essen, so wie er ist, und dann anschließend aufschäumen. Habe ich schon mal tatsächlich, ja. War. Du musst mal erklären, wie man das macht. Dann. Okay, also ganz einfach, du nimmst eine Cremesuppe, nehmen wir mal die Spargelcremesuppe, und nimmst einen Teil ab und hältst einen Pürierstab rein. Und zwar ziehst du den nach oben, so dass er nicht spritzt, aber dass er möglichst an der Oberfläche ist, möglichst viel Luft aufwirbelt. Und wenn du Bock hast und es noch richtig geil machen willst, dann kannst du da halt auch eine Liaison reinmachen, also Eigelb und Sahne. Dann steht der Schaum nämlich auch viel, viel länger. Was natürlich auch geht, ist, das kannst du bei Soßen machen, ein kaltes Stück Butter mit rein. Kannst du bei der Suppe auch machen. Butter
macht jetzt die Soße nicht, also zieht keinen Geschmack raus, wie wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Wasser oder sowas an irgendwas ran tue. Es verändert den Geschmack nicht negativ. Es macht ihn höchstens feiner, es macht ihn cremiger. Ja, und ein bisschen bindet es ab. Ne? Genau. Das allerdings ist das eine Emulsion, das heißt, da wird es mit dem nochmal warm machen auch wieder schwer. Ne? Das funktioniert nur einmal, glaube ich. Ja, aber du kannst es machen. Okay. Na, also du kannst sie wieder warm machen und im Zweifelsfall gibst du ein bisschen Wasser ran und kannst sie dann nochmal aufschäumen. Es bilden sich ja keine Klümpchen oder so, wie bei der Liaison. Ich meine jetzt mit der Butter. Also wenn du es mit der Butter bindest, ist es mit dem nachher nochmal heiß machen, dann wird es ja doch wieder flüssiger. Ne? Ja, aber es hindert dich nichts daran, es erneut abzubinden. Während wenn du das mit einer Liaison machst, du hast diese Stückchen drin, egal wie du das pürierst. Du müsstest es im Zweifelsfall durch ein Sieb kippen und da es eine gebundene Suppe ist, geht das nicht wirklich gut. Das heißt, als Gast merkst du nicht, ob die nochmal heiß gemacht worden ist bei einer Butterbindung. Okay. Ja? Außer, dass sie vielleicht noch geiler schmeckt. Noch ein Butterträger ist. Genau. Aber wie gesagt, du machst ja auch nicht die ganze Suppe, dass du sie aufschäumst. Ich würde wirklich nur den oberen Teil nehmen. Das reicht einfach. Wie beim Cappuccino quasi. Genau, quasi Milchschaum. Kann man ja übrigens auch im Glas anrichten. Ne? Das sieht dann auch schön aus, wenn du eine sehr farbintensive Suppe hast und dann den Schaum oben drauf hast, sieht man das ja auch. Steinpilz-Latte Macchiato zum Beispiel. Ne? Also du machst wirklich eine Steinpilzsuppe. Und unten als erste Schicht kommt halt eine schöne braune Bratensoße, ein Esslöffel, zwei Esslöffel vielleicht und dann kommt die Steinpilzsoße drauf und oben drauf Milchschaum und dann, was geschmacklich jetzt auch gar nicht ins Gewicht fällt, wirklich ein bisschen Kakaopulver. Ja, das schmeckst du nachher nicht, aber der Kontrast ist da. Und wenn du richtig geil bist, dann hast du da noch eine Scheibe geröstetes Brot nebenbei, das packst du dann mit dran, packst auch noch einen Cappuccino-Löffel ran. Das haben wir bei einer Gesellschaft so gemacht. Das war eine meiner schönsten Gesellschaften, die ich gekocht habe in Bielefeld. Ein Paar, was damals so in meinem Alter wohl so war, die haben geheiratet und ich habe gefragt, ja, wie wollen sie es denn gerne haben? Klassisch oder ein bisschen was Verrücktes, so ein bisschen, dass wir die Leute damit auch unterhalten, nee, ein bisschen was Verrücktes. Ja gut, und wir haben dann halt ein Latte Macchiato gemacht und haben das genau so auch präsentiert. Es war jetzt keine Steinpilzsuppe, ich weiß nicht mehr, was, ich glaube eine Zuckerschoten, ein Zuckerschoten-Cappuccino. Und die eine Dame sagte, nein, danke, sie möchte noch keinen Kaffee. Und das war so, ja, wir haben es geschafft. Dein Gefallen. Ne? Sehr gut. Und ja, das sind so Kleinigkeiten, aber auch wenn das im Prinzip ein Trend ist, verbraucht sich dieser Trend nicht, weil er sich nicht negativ auf das Essen auswirkt. Ja, du könntest das Gleiche genauso klassisch anrichten. Und es wäre immer noch eine super Speise. Es ist halt so ein bisschen eine Auflockerung. Man muss halt wissen, was wollen die Gastgeber. Wenn du strikt klassisch französische Küche machen willst, würdest du das nicht machen. Klar. Übrigens noch so ein Ding anrichten. Paul Bocuse, soweit ich das weiß, hat da nie Wert drauf gelegt. Aha. Aber schon, dass es sauber auf dem Teller liegt. Sauber auf dem Teller, keine Frage. Aber nicht irgendwelche ausgefeilten Anrichtemethoden. Du kannst ja in der Gastronomie auch, das kannst du natürlich auch zu Hause, ne, kannst du extrem viel Gedanken und Tüftelei beim Anrichten machen. Aber es ist im Grunde genommen, wenn du sauber anrichtest, farbliche Kontraste setzt, ja, und ich würde jetzt nicht ein Gemüse zu einem Essen reichen, nur damit der Kontrast stimmt. Ich würde aber das Essen, was ich anrichte, möglichst kontrastreich anrichten. Wenn du heiß anrichtest, weil auch so ein Merkspruch aus der Küche, kalt kann es beim Gast am Teller, am Tisch werden, aber das Essen verlässt heiß die Küche. Wenn du es auf einem passenden Geschirr anrichtest, einfach von der Größe her passend, ja, also mindestens ein Drittel des Tellers sollte frei bleiben. Geil ist die Hälfte. Dann hast du eigentlich schon das Allerwichtigste. Ach, hoch würde ich auch immer empfehlen, einfach aus praktischen Gründen und weil es wirklich nice aussieht. Also so in Reihe, ja, man kann jedes Stilmittel nehmen und damit rumspielen. Du kannst auch mal eine Regel brechen und auf dem Rand absichtlich anrichten. Ich habe es mal in der Kochshow gesehen. Das sollte dann quasi eine kulinarische Reise sein, dass du wirklich dem Rand, so wie es aufgebaut ist, nach isst. Wirst du im Alltag nicht machen. Solltest du im Alltag definitiv sein lassen.
da muss, also das ist Rosina Wachtmeister, kannst du dir an eine Wand hängen? Kann jeder irgendwie, ja, ist ein nettes Gemälde, was heißt Gemälde, es ist ja eher die hat ja eher Sachen zusammengestückelt. Aber das kann man sich hinhängen, da muss man nicht intellektuell für sein, um damit was anfangen zu können. Manche Kunstwerke erfordern einfach einen gewissen Draht zu ihnen, um damit was anfangen zu können, und du möchtest nicht, dass sich deine Gäste dumm fühlen. Erstens das, ja. Und zweitens, wenn du es erklären musst, ist es dann vielleicht auch schon wie bei guten Witzen, ne? Wenn du es erklären musst, ist es halt schon gute verloren. Gute Wortspiele, ey, das ist wie pasteurisierte Milch bei Schaas. Schönen Gruß dahin nochmal. Das muss man nicht erklären, wenn man sie kennt. Dann weiß man, sie ist Pastorin. Aber jetzt, wenn ich es erkläre, verliert es halt unheimlich an Geschmack. Habe ich dir von Heavy Metal erzählt? Nee. Beim Frühstück kam die Geschichte von irgendjemanden, der war so dick, der hat halt aber auch zum Frühstück morgen schon 6 Brötchen gegessen, mit Met und Butter drauf. Mm. Dann habe ich gesagt, Mensch, wenn der jetzt auch noch L heißen würde, ne? Heavy Met L. Ich kann darüber lachen. Ich weiß, man muss den ein Stück weit erklären. Ja. Aber prinzipiell Sachen, die man erklären muss, verfehlen ihre Wirkung. Und noch einen guten Rat, und zwar sowohl für die Gastronomie als auch für zu Hause. Spielt nicht rum. Seid euch vorher darüber klar, was ihr machen wollt beim Anrichten. Also man kann sich ja vorher wirklich ganz viele Gedanken darum machen. Aber wenn es darum geht, dann anzurichten, dann klipp und klar anrichten. Genau, nicht lang fackeln, sondern keine Spielereien. Sonst kommt es ja wieder kalt auf den Tisch, wenn man dann noch sich überlegt, wie man es anrichten will. Ja. Wer basteln will, sollte nicht anfangen, Kommoden zu bauen. Ja. Ja. Wenn du basteln willst, bastel. Aber nicht anfangen, wenn du da Gäste sitzen hast. Das ist Stress für dich. Das Ergebnis sieht nicht annähernd so gut aus, wie es sein könnte. Mhm. Alles leidet darunter. Das Schlimmste dabei ist, du bist gestresst und kannst nicht entspannt nachher bei deinen Gästen sitzen. Ja. Und du hast es eben zwar am Anfang schon mal gesagt, aber weil es ein wichtiger Punkt ist, diese ganze Anrichterei bringt nichts, wenn das Essen nicht schmeckt. Ne? Ja. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn man einen leckeren Eintopf hat, einfach auf den Teller tun, fertig, wenn er gut schmeckt, ist alles super. Aber man kann die filigransten Schichtarbeiten mit irgendeinem Essen machen. Wenn es nicht schmeckt, dann verfehlt es halt auch seine Wirkung. Absolut, absolut. Ja, das ist eigentlich bester Schlusssatz. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Kocht euch was Schönes. Und ey, das war alles nicht mein Spruch? Ich habe den gerade geklaut. Ja, okay. Ja. Tschüss. Tschüss.